Und damit herzlich willkommen an diesem Mittwochabend live auf Rocket Beans TV zu unserer dritten großen Pokerrunde. Und heute ist alles ein bisschen anders. Es fängt schon an mit mir, der heute hier die Ehre hat, dieses ganze Spiel zu kommentieren. Aber ich mache das nicht alleine, denn an meiner Seite heute eine echte Poker-Koryphäe, der eines der ersten Bücher auf Deutsch über Poker geschrieben hat, über Texas Hold'em, der Mathematik studiert hat, alles mit Logik, Wahrscheinlichkeit im Pokern ausrechnet, als Spielerlegende ist, Weltmeister als Teamchef geworden, als Europameister Spieler das Ding geholt. So ein bisschen der Franz Beckenbauer des Pokers, möchte ich fast sagen, ist heute hier. Stefan Karamer, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für das Intro. Ja, hab ich halbwegs das rezitiert, was du in deiner Karriere bisher erreicht hast. Wie viele Jahre Erfahrung hast du denn in Poker? Ich spiele tatsächlich schon sehr lange und ich habe auch schon ein gesundes Alter erreicht. Franz Beckenbauer sollte mich trotzdem schätzungsweise noch fast doppeln können, altersmäßig. Also 43 bin ich und spielen tue ich schon länger als erlaubt. Länger als erlaubt und hoffentlich auch weniger Bestechungsskandale hinter dir, als das bei Herrn Beckenbauer der Fall ist. Ja, also, erzähl mal ein bisschen was. Richtig machen, um sich in der Art bestechen lassen zu können. Da haben wir auch schon den Titel für das YouTube-Video. Erzähl mal ein bisschen was. Der X-Flix hat glücklicherweise gesagt, ey, ich habe da jemanden, der kann das kommentieren mit dir. Woher kennt ihr euch? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Die Pokerszene ist relativ überschaubar, familiär. Gerade die Leute, die bleiben, die kennen sich dann irgendwann auch. Und was mir beim Felix sofort einfällt, ist weniger das Kennenlernen oder so, sondern mehr seine Liebe zum Spiel und die Positivität, die er hat, die ist überragend. Und das halte ich für einen riesigen Wert, den Poker geben kann, nämlich diesen Umgang mit Druck, den Umgang mit Unsicherheit und dass man da quasi viel über sich selbst lernt und mitbekommt, dass es doch immer weitergeht. Ja? Also manchmal glaubt man hat schon gewonnen und nö, da muss man halt dann wieder aufstehen und sauber weiter performen. Und ein anderes Mal scheint die Sonne, als wäre es immer so. Und dann darf man auch nicht einfach nur Bruder sorglos werden, sondern immer das Beste wollen und einen ordentlichen Fokus. Das verkörpert der Felix wie kaum ein anderer. Ja, du hast es schon vorweggenommen. Stefan, schön, dass du heute da bist. Wir werden heute das ganze Spiel analysieren. Du hauptsächlich mit deiner Expertise, ich mit der Erfahrung von einem Pokerturnier in Prag, wo ich ausgeschieden bin, weil ich vergessen hatte, dass ich doch gar keinen König auf der Hand hatte. Das Ganze wurde möglich, weil X-Flix, der gute Felix, mich trainiert hat auf dieses Turnier. Und heute spielt er mit. Und ich würde sagen, wir gucken mal, wer uns da heute in der Runde erwartet. Lieber Stefan. Felix, ich fange mal bei dir an. Ja. Letzte Mal warst du noch am Kommentatorenpult. Ist der Druck heute hoch auf dich? Erwartest du, oder lass es mich anders formulieren, befürchtest du, dass die Jungs heute anders gegen dich spielen oder hoffst du es sogar? Nee, ich weiß das sogar. Ich weiß, das ist meine Erfahrung. Jeder spielt immer anders gegen mich, als das gegen jeden anderen tun würde. Das kenne ich aus meinem täglichen Business, wenn ich an den Online-Tischen spiele, weil ich ausgezeichnet bin als der Profi und so weiter. Und das ist halt immer so, man will den Profi halt gerne blöffen, man will ihn gerne rasieren, man will ihn gerne vom Tisch nehmen, das weiß ich. Also der eine tickt so, der andere tickt so, der andere wird vorsichtiger, der eine wird ein bisschen zu aggressiv. Ich glaube, das wird somit eine der härtesten Partien für mich heute, weil eben ich genau weiß, obwohl ich euch alle schon so oft habe spielen sehen und kommentiert habe, weiß ich genau, dass da so viel Unberechenbarkeit drin steckt, dass ich mir nichts einbilden muss über meine Chancen. Das macht einfach diese Partie aus. Aber ich hab Bock und das ist das Wichtigste. Also, wir werden sehen, Felix, wie lange du da heute dabei bist oder ob du so früh raus bist, dass du noch mitkommentierst den Rest der Sendung. Ich will eigentlich nur Rache an Jochen nehmen, das ist alles. Jochen hat mich beim letzten Mal rausgenommen und da gibt es nochmal Revanche-Spiel. Dann würde ich sagen, machen wir mit dir gleich weiter, Jochen. Auch du letztes Mal noch hinterm Kommentatorenpult. Dann hast du gesagt, nee, mich juckt's, ich will unbedingt mitspielen. Warum?
Ja, ich will Felix nur mal vom Tisch nehmen. Und ich spiele so unheimlich gerne gegen Eddie, weil er so wahnsinnig ist. Und darauf freue ich mich. Ich freue mich auf die anderen natürlich auch, aber ich finde tatsächlich, spielen ist immer noch ein Ticken geiler als kommentieren, muss ich sagen. Oder Felix? Also, das stimmt, ja. Das stimmt. Also deshalb freue ich mich, wenn man kommentiert. Ja, deshalb freue ich mich total, obwohl ich auch weiß, dass so eine schnelle Runde natürlich totaler Wahnsinn ist und dass man da eigentlich, ja, da braucht man halt viel Glück, ne? Mhm. Ich kann nur sagen, von meinen bisherigen Pokererfahrungen bei Rocket Beans genieße ich das Kommentieren doch ein bisschen mehr. So, jetzt schauen wir mal. Herr Schröckert ist da am Start. Eddie sage ich schon. Eddie ist da. Wir haben die üblichen Konkurrenten für dich, Schröck. Sind es so ein bisschen auch Leute, gegen die du noch nie gespielt hast? Wartet da auch heute was Neues auf dich? Naja, gegen Felix habe ich ja noch nicht gespielt. Stimmt. Ich bin da gespannt drauf. Ansonsten, ja. Okay, danke, Herr Schröckert. Hannes sich schon ist super vorbereitet. Setzt hier erstmal wieder auf Comedy. Hannes, wie siehst du deine Chancen heute? Gut, ganz normal. Also ich komme natürlich unter die Top 3 und dann gucke ich mal, was Felix macht. Flix. Mhm. So, dann jetzt sind wir schon im lustigen Bereich der Facecams, die sich da ihre Snapchat-Filter drauf machen. Jetzt muss ich selber erstmal überlegen, wer das überhaupt sein könnte. Ich glaube, das ist Etienne, der entweder noch einen Game 2-Einspieler dreht oder auch so einen Filter drauf hat. Eddie, wie schätzt du deine Chancen heute Abend ein? Xflix ist dabei, Jochen ist dabei. Schröck, viele alte Bekannte. Hast du hier heute die Chance auf einen Sieg? Ja, ich hoffe einfach, dass es nicht so aggressiv wird irgendwie so. Und okay, dass wir irgendwie in der Rolle sind wir, okay. Alle eine gute Zeit miteinander haben, weil draußen, finde ich, ist eh schon immer so jeder gegen jeden und jeder will irgendwie so der Beste sein. Und ich fände es halt irgendwie schön, wenn wir einfach eine gute Zeit miteinander haben. Und wollte einfach nur mal Hallo sagen. Nein! Pokern ist für alle da. Das ist wunderschön. Bei Rocket Beans TV lass ich mich gern verwöhnen. Ja, tschüss Leute, ne? Also viel Spaß mit. Ich wünsche euch allen viel Glück heute, wirklich. Ich finde euch alle toll. Danke schön. Gunnar, wie sieht's bei dir aus? Du siehst natürlich wie immer wunderschön aus. Hast dir dein Set schön eingerichtet. Ich habe in der Spielerbeschreibung über dich gelesen, du nach ein, zwei Bierchen gehst du immer all in. Wird das heute auch der Fall sein? Wer hat das denn geschrieben? Ja, das stimmt. Aber ich dachte, ich kann durch mein gutes Aussehen heute vielleicht ein bisschen was reißen, um die anderen so ein bisschen schöne Augen zu machen, weil die spielen ja halt nicht so oft gegen Frauen halt. Okay, gut. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, als wäre Stefan mein Freund und ich stelle ihn gerade meiner Familie vor und schäme mich für meine Familie. So in etwa gerade. Sehr gut. Wen haben wir denn noch? Den guten Ben sehe ich da noch. Hallihallo, Andreas. Okay, oh, los hier, ne? Geht los. Du wurdest hier beschrieben als der stärkste Spieler in dieser Runde heute. Das ehrt mich aber sehr. Ist das so? Nee. Ich habe letztes Mal, also rein statistisch gesehen, müsste ich es fast sein, glaube ich, in dieser Pokerreihe. Aber ja, wie schon gesagt, es ist viel Wahnsinn und viel Glück immer am Tisch. Man weiß es natürlich überhaupt nicht. Und ich habe ja auch gegen den einen oder anderen, der hier am Tisch sitzt, natürlich auch schon das ein oder andere Spiel verloren. Insofern ist natürlich wie immer alles offen. Sehr gut. Schöner, knackiger O-Ton, so lobe ich mir das. Tino, mein Bester, wie geht's dir? Du warst auch das letzte Mal schon dabei, ihr kennt euch inzwischen alle. Kannst du hier heute noch überraschen? Hast du heute eine andere Taktik als beim letzten Mal? Ja, ich habe wie immer ein Ass im Ärmel, obwohl ich kurze Ärmel anhab. Und ich habe alle Schwächen meiner Gegner studiert. Deswegen werde ich und dann einfach mit Gunnar und mit Jan den Rest spielen. Sehr gut. Also, das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Lieber Lars, last but not least, erzähl mal ein bisschen, was können wir heute von dir erwarten?
bist ja oft eigentlich eher ein sehr etwas. Also wir können auf jeden Fall schon alle Spieler. Tino, du bist dran, ne? Ja, es geht schon los übrigens. Ja, Leute, ich glaube, wir können schon nebenbei. Seht ihr auch nur vier Leute? Haben wir so einen Split-Tisch oder so? Ja, das ist ausgehört. Ja, wir sind im Tisch 2. Hä? Spielen wir nicht alle an einem Tisch? Ich dachte auch, wir spielen alle an einem Tisch. Ich glaube, wir werden gleich zusammengelegt. Ich glaube, wir können den Tisch genau. Was machen wir jetzt? Ist das jetzt schon for real oder nicht? Werden wir gleich zusammengelegt, ja? Ich glaube, wenn einer fliegt, glaube ich schon. Ja, ich denke auch. Also wir können auch Tisch verlassen da oben und dann in den anderen Tisch gehen, glaube ich, irgendwie. Aber ich will es nicht auslassen. Wenn einer was? Das geht nicht, nee. Nee? Das wird von der Software so ausbalanciert, dass wir an zwei Tischen sind. Ich glaube, wenn die verspätete Anmeldung vorbei ist, kommen wir zusammen. Oder wenn einer rausfliegt, ja. Aber wir wollen doch alle zusammen gegeneinander. Ja, deswegen. Ja, ich finde es auch ein bisschen komisch. Was machen wir? Ich glaube, wir haben halt eingestellt bei den Einstellungen für den Tisch, dass nur 8 Leute an den Tisch sollen. Da kann man halt 8, 9 auswählen und so. Das hatte ich letztens auch. Nee, ich habe 9 ausgewählt. Echt? Okay. Komisch. Naja, aber im Endeffekt. Okay, ich sag's einfach nicht. Was denn? Ich hatte es schon mal mit Freunden letztes Mal und dann wurden wir nach 10 Minuten zusammengelegt. Also das kann auch sein. Ah, okay. Für nur 10 Minuten warten. Okay. Außerdem spielen wir ja auch alle, so ist es ja nicht. Gut, dann beruhigt euch. Genau, alle spielen, beruhigt euch. Andreas, ist die Frage noch aktuell? Die würde ich jetzt gerne nochmal stellen, ja. Lars, an welchen der beiden Tische wärst du denn gerne gewesen? Würde die jetzt aktualisieren? Naja, also ich spiele jetzt gerade nicht mit X-Flix an einem Tisch, deswegen bin ich ganz froh. Und es sind also so ist das jetzt schon for real hier oder nicht? Ich check's einfach nicht. Ja, ist for real. Es ist for real. Es ist for real und in 10 Minuten sind wir alle an einem Tisch, ja? Gut, also, dann euch viel Spaß, Jungs. Nein, ich bin, danke, tschüss. So, Stefan. So, ich bin mit Gunnar. Ich habe gerade versucht, den Tisch auch zu sehen. Aber ich denke schon. Aber muss es ist doch blöd, dass wir nicht alle an einem Tisch sitzen. Wie bitte? Hier steht kein Wort. Das konnten wir nicht einstellen. Ich habe das eingestellt wie immer, Eddie. Und Gunnar hat gerade auch schon gemeint, dass es bei seinen Kumpels auch schon mal so war. Und nach 10 Minuten geht man zusammen. Und jetzt geht natürlich Hannes gleich all in, der Dödel. Okay. Also offensichtlich ist das jetzt hier, Stefan, die Variante, mit der wir erstmal vorlieb nehmen müssen. Zwei Tische und Hannes ist schon all in. Dann sind wir an einem Tisch. Ja, was ist, wenn ich jetzt rausfliege? Kann ich ja nochmal einsteigen? No. Nee, come on. Wie macht man die Timebank? Geht automatisch an. Ja, das All-In ist ja gar nicht mehr so heftig, oder? Also ich meine, die haben halt irgendwie es geschafft, schon 2 Drittel reinzubringen. Ich gerne noch hier am Tisch. Also die wissen wir selber nicht. Während der Hand soll man ja nicht quatschen. Ne? Ich habe gerade noch geschaut, ob die auch mit 10.000 gestartet sind. Aber schon. Ja, Jockel sehen, wir hatten noch 10.000. Ja. Das ist genau. Der Jochen. Alles durchgecallt. Aber echt. Das ist natürlich erstmal ein Statement hier. Oh, Gott sei Dank. Was ist denn für eine Rakete? Man kann Raketen und Taschentücher verteilen jetzt. Und Wecker. Wecker kann ich auch. Ja. Alter, das passt einfach nicht. Was hast du denn bitte? Hannes übrigens wird mir gerade zugespielt mit 2 Königen, die er da hatte. Folgerichtig all in gegangen, oder? Vor dem Flop schon die 2 Könige gehabt. Versteht ihr den, Hannes? Ich verstehe kein Wort von ihm. Nein. Okay. Das ist die Rotze an der Nase. Nee. Das ist so geil. Nee, man hört dich nur abgebrochen. Es ist geil, dass man bei der Technik immer irgendwann an so einen Punkt kommt, wo alles Notwendige funktioniert und dann kommen Raketen und Taschentücher. Ja, genau. Ja. So, jetzt mal beide Tische aufgerufen. Not gegen Elend hier bei euch. 2, 3, 3, 4. 5, 6 hatte ich. Also ein Tisch sehen wir hier mit Lars, Schreck, Etienne, Jockel und Hannes, am anderen Tisch sitzen X-Flix, Gunnar, Ben und Tino Hahn. Ja, wir waren ja mitten in der Hand, also wie soll man das denn so ja. gleichzeitig machen?
Geht schon. Geht schon. Was ist denn das hier? Immer diese doppelte. Dieser doppelte Kackrace. Stefan, was hattest du denn für ein Gefühl, nachdem jetzt die Spieler alle einmal gehört hast? Lass dich übrigens nicht täuschen, das sind keine wirklichen Entertainer, das sind knallharte Pokerspieler. Was hattest du so für ein Gefühl? War da gerade so ein Felix, den du ein bisschen besser kennst? Was ist das so für eine Situation für ihn? Vermeintlich als Profispieler gegen, ja, eher doch Hobbyspieler zu spielen. Ist das eine coole Situation oder doch eher schwierig? Keine Tells hier. Ich glaube, das ist ganz... Also ich denke, dass ihn das gar nicht irgendwie im Besonderen beeinflusst. Er spielt halt einfach das Ding, was er kennt und kann Informationen, die er über die Spieler hat, noch mitnutzen. Ich glaube nicht, dass ihn das in irgendeiner Weise... Er hat gerade eine ganz gute Hand, aber ich glaube, der Hannes hatte irgendwas... Ich glaube nicht, dass er das als besonders da sieht. Also auf jeden Fall mies. Warum auch? Also, ja, auf jeden Fall. Also ich hatte... Ja, die erste Hand war natürlich schon enorm, dieser Pot, da haben wir nur das Endresultat gesehen. Also wenn zwei Königen waren, dann ist das Endangebot schon ziemlich heftig, weil er wird ja nur noch bezahlt, wenn der Gegner besser ist. Also sprich, also da war das ist eine schwierige Offerte. Aber naja, vielleicht hat er ja schon was vorgehabt. Ja, vielleicht wird er natürlich auch so ein bisschen die Verwirrung an den beiden Tischen irgendwie nutzen und bevor sich alle... konzentrieren können, geht er da schon mal so all in? Ja gut, das kann man natürlich machen, aber es kann halt auch das Letzte sein, was man so macht. Das stimmt, ja. Vielleicht hat er noch was vor heute Abend. Ja, ja, das dachte ich mir, also vielleicht irgendwie einen Bus oder so erwischen. Komm, der mich eiskalt runter. 9, 6, 8, 10, also ich kann die Spiele nicht sehen bei dem Club. Kannst du da drauf doppelklicken auf die beiden einzelnen Tische? Siehst du die? Nein, ich sehe die Tische nicht. Oh, besser. Wahnsinn. Also aufgenommen bin ich. Schöne Hand. Ich habe fertig gemacht. Hab es aber nicht gesehen, ne? Ja. Oh nee, sorry, ich war gerade bei meinem anderen Tisch am Sneaken. Tupair gegen Tupair. Echt? Ja. Aber ich habe es erst auf dem Rücken. Aber geile Rakete, Tino. Ja, stimmt, du bist auch nicht gerade, ne? In der Gruppe. Ja, auch eine coole Sache. Vielleicht bin ich noch nicht aufgenommen worden. Also angemeldet habe ich mich, aber. Wer kann das denn eigentlich alles machen, diese Taschentuchnummer? Kann das alle, kann ich sie machen? Kann jeder machen eigentlich auch. Dann bam! Dann Bild. Genau, da ist rechts dieser Ball. Und da war okay, alles klar. Okay. Damit kannst du das machen. Was kann man machen? Taschentücher verteilen und Raketen verschießen. Nimm das, Tino. Schröck, Eddie, Jochen, Hannes und Lars, die an einem Tisch sind. Hannes natürlich als Chipleader noch mit diesem fetten All-In, was wir am Ende gesehen haben. Und Eddie mit 3000. Aber der Gunnar ist schon in Bedrängnis. Wir sehen es, Etienne, 3600 Chips. Keiner rausfinden dürfen. Hast du eine 7, Gunnar? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Okay, ich leg die 8 weg. Ich leg die 8 weg, ich zeig auch. Ich leg sie weg. Zeig den Bluff. Mann, Jochen, wir wissen es. Ich weiß gar nicht, man kann zeigen. Ich hatte zwei Paar. Alter, wie nervig. Ah, okay. Komm, Eddie. Ich wollte zeigen, ich hatte zwei Paar. Okay. Wie nervig, Alter. Eddie, ich habe nichts. Jetzt reden die Tische übereinander schon, dass sie am jeweils anderen Tisch nichts haben. Reichlich Verwirrung für uns hier auf jeden Fall. Ja, hast du gesagt. Ich glaube, dass es zum Moderieren deutlich einfacher wird, wenn es ein Tisch wird, weil... Du kannst jetzt die Action und die Sprache nicht zusammenbringen. Genau so ist es. Und dann muss man, selbst ich, der die Spieler kennt, muss ja dann noch überlegen, wie sie ohne diesen Kamerafilter aussehen in echt. Und okay. Was ich übrigens sehr bemerkenswert bei der Vorstellung fand, war, dass ich der Einzige bin, der in einem Bücherregal noch Bücher stehen hat. Ja,
Das sah bei Schröck so aus, aber das sind Film-DVDs. Ja, genau, das ist der Grund. Da ist nichts mit Büchern. Die Plätze frei haben, es ist aber auch ein bescheidenes Regal bei dir. Es ist jetzt nicht so, ich lese jeden Tag ein Buchregal. Es ist okay, es ist nicht so sehr. Das ist die aktuelle Auswahl, die meine aber eigene. Ich denke, weil ich auf jeden Fall gewonnen hätte, jetzt eben gerade. Ich glaube, ich hätte eigentlich in Deutschland gezogen. Das ist. Zehn Raketen verschossen hier. Seit wann gibt es denn diesen Quatsch? Mann, jetzt hört doch mal auf, ihr seid hier voll. Ah. Oh, das wird ein spannendes Spiel. Oh. Also, wenn ich jetzt Felix wäre, ich rede jetzt einfach mal so, wie ich ticken würde, wenn ich Felix wäre, weil wir wahrscheinlich am artverwandtesten denken. Ich muss mal anfangen, mich in die Situation reinzulavieren. Und ich weiß aber nicht, Andreas jemals Karten schicken soll. Du tippst das einfach rein, so mache ich auch gerade. Machst du die ganze Zeit? Ja, also jetzt zum ersten Mal, weil mein Platz so krass ist. Ja. Ja. Dieses Gelaber, ich liebe es am Pokern. Nur Dünnschiss wird am Tisch geredet. Oh oh. Das wollen wir noch sehen. Oh, shit. Ah, boah. Schön gelacht. Gunnar so weit vorne. Das heißt, er wird auf mich zu reagieren haben. Grundsätzlich würde ich mal schauen, wie ist der so drauf, was gebe ich dem für eine Qualität, wenn er sich bewegt, wie häufig bewegt er sich. Was sagt er vielleicht dazu? Das wäre jetzt aus Felix Sicht erstmal der interessanteste. Dann gibt es aber eine Besonderheit, ich bin ja fertig. Dann gibt es aber eine Besonderheit, nämlich der Spieler nochmal davor, der ist zwar von der Position her nicht ganz so wichtig, aber fast so wichtig. Mhm. Und er hat aufgrund seines imposanten Turnierstarts natürlich jetzt eine sehr besondere Situation. Also er ist derjenige, der über den praktisch das Geld fließt. Mhm. Folglich muss er sich mit den beiden zuerst beschäftigen. Also ein Mensch, ein Kopf, ein Gehirn kann nie alles gleichzeitig wahrnehmen. Ich fokussiere jetzt erstmal auf die beiden, aus den genannten Gründen. Und dann schaue ich mir noch eine dritte Sache an, nämlich, wo kommt denn das Geld her? Also der Hannes hat ja irgendwo schon abgehoben. Mhm. Dann schaue ich eben nochmal so rüber auf 2 Uhr bei den Etienne. Ja. Sehe praktisch, dass der schon wieder brennt wie eine Fackel. Also hat er schon wieder 550 drin. Die 550 für ihn sind 20% Gesamtkapital. Also das ist hier, der scheint schnell back to business oder back to home office sein zu wollen. Und das ist einer der Chefs. Also das könnte sein, dass er dann die komplette Sendung lahmlegt oder irgendeine Sonderregel erfindet, warum er nochmal zurück an den Tisch kommt. Also da müssen wir auf alles gefasst sein, Stefan. Easy going. Was auch grundsätzliche Betrachtungsweise am Pokertisch ist, ist einfach mal zu schauen, wie viel Kapital habe ich im Vergleich zu den Grundeinsätzen. Also diese 50er, die hier gerade so über die Tische fließen, die sind ja gerade ein 200stel vom Startstack. Also 50 mal wie viel ist 10.000? Das heißt, wenn ich momentan nichts tue, geht mir der Sprit sehr lange nicht aus. Also ich habe hier keine direkte Notwendigkeit. Und hier sieht man jetzt gleich einen Zug von Felix, der eben genau auf den reagiert, wo ich eben auch gesagt habe, dass er da richtig gemacht hat. Ja, du kannst inzwischen so viel nebenbei noch machen. Vielleicht habe ich da eh schon eine Einschätzung. Vielleicht ist es aber auch ein politischer Zug, dass er einfach sagt, ach so, vor mir wird er nicht rumgeeiert. Ich glaube, du hast Könige. Dahinter. Gut erfolgt, Jochen. Ja. Wir sehen auch in 5 Minuten, sehen wir oben rechts, steigen die Blinds wieder, dann schon auf 40 und 80. Ach, und die Ante liegt auch voll bei 10.
Also das geht auch relativ schnell. Klick doch lieber auf Felix welche, damit er schlechtere Karten hat. Also sowas schaut man sich jetzt das Pot-zu-Stack-Ratio an. Also schaust es an, wie groß ist der Pot? Der ist bei knapp 2000. Und wie viel hast du noch? Gut 8000. Das heißt, das ist ungefähr ein Verhältnis von 1 zu 5. Oh. Dann überlegst du dir, mit wie vielen Zügen geht das jetzt hier all in? Nee, ist also einer das disconnected? Das sind jetzt ungefähr 3 Züge. Wenn komm, Felix, ganz ehrlich. Mhm. Der erste Zug ist jetzt bei 3000 und noch 7000 für einen. Das heißt, die drohen sich jetzt gegenseitig schon. Nicht, dass ich ja weiß. Ist, ich check auch. Über, und jetzt ist das Ganze wieder unter Kontrolle. Weil jetzt kann jeder nur noch einmal. Ja, glaubst du, dass ich jetzt pushe? Gucken, was passiert. Also, wann droht man noch implizit mit Tod und wann nicht mehr? Hier ist es jetzt schon relativ entspannt. Also, hört ihr eigentlich alle Musik nebenbei oder ist bei euch sonst Stille? Das ist jetzt ein relativ starker Zug. Jetzt Stille. Oh, Felix, ey, was hattest du, ey? Ich wollte zeigen. Man kann zeigen, ne? Ja, man kann zeigen, aber ich konnte jetzt gar nicht zeigen, komischerweise. Wie kann man zeigen? Ja, warte, ich muss auf die Karten so draufdrücken. Dann werden die so hochgeschoben, dann kann man genau. die zeigen danach. Genau. Aber magst du uns noch sagen, was du hattest gerade? Ich hatte Ass König. War ein Bluff. Okay. Ich hatte nämlich wieder 2 Paar 10 Dame und bin richtig früh rausgegangen. Interessant hier, Felix sagt gerade, er hatte Ass König und gibt zu, er hat geblufft. Nun weißt du, Stefan, jede Information beim Poker ist super wichtig. Warum gibt er diese Informationen hier preis? Nee, ganz am Ende. Also, ach so, es kam ja 10 und Dame auf Turn River. Ja, genau, nee. Die hatten beide getroffen. Ja, aber das ist ja so unwahrscheinlich. Das kommt ja, die Wahrscheinlichkeit dafür war, das ist ja, muss man mal ausrechnen, ganz gering. Yes! Ching. Oh. What? Der Pot geht hier an Ben. Ich hab auf die 7 getroffen, ich hatte auch den Buben. Oh. Also, du hast ja nach Felix gefragt. Ich habe jetzt nur abgewartet, bis die Konversation drum ist. Das würde ich gar nicht sagen, dass es wirklich durchgehend ein Bluff war. Es kommt auf den Betrachtungszeitpunkt drauf an. Jesus Christ. Also in der ersten Setzrunde, als da so ein bisschen 50er rumgeeiert wurde und dann auch auf 150 gegangen wurde, ist er zu Recht auf 550, glaube ich, gegangen. Das fünfte Level schon noch? Das nennt man Value Bet. Das bedeutet, er möchte Wert schöpfen. Habt ihr was bestellt? Eigentlich das Feld auch. Durch die große Wette wird er wahrscheinlich nur ein oder zwei Leute spielen und nicht halt die 5 oder 6. Und er darf hier durchaus annehmen, dass er auch, nachdem er gecallt hat, mehrheitlich die bessere Karte hat. Und deswegen ist es eine Value-Bet. Also er will hier von einer schlechteren Hand bezahlt werden. Die besten Kandidaten dafür sind Ass-Dame, König-Dame, Ass-Bube, Ass-10. Und je nachdem, wie fröhlich die Mitspieler hier sind, sieht mir recht fröhlich aus, können eben auch wirklich lustige Asse und lustige Königskombinationen da mit dem Topf sein. Und er hat halt dann, wenn er trifft, den jeweils besseren Treffer. Also das nennt man sogenannte dominierende Situationen. Mhm. Wenn ich also Ass-König gegen Ass-10 zum Beispiel spiele und es kommt ein Ass, dann habe ich die bessere Beikarte, den besseren Kicker. Und das ist eine hochlukrative Situation, weil genau dann, wenn der Gegner trifft, trifft er halt tragisch. Und er hat dann einen heldenhaften finalen Auftritt. Sehr gut, aber interessant, dass Felix diese Info mit den ganzen Spielern geteilt hat. Ja, er hat eben charmant gesagt, hey, pass mal auf, ich habe schon was. Ne? Mhm. Also eigentlich hat er kommuniziert von dem, was sie... Was denn da? Hat er eigentlich bescheuert? Ist ja wohl klar, dass ich das jetzt call mit 1800. Ja, klar. Jetzt kommen wir rein. Rollen. Ja, wir verabschieden uns schon mal von 3 Leuten jetzt. Hätte ich ja wissen müssen. Ja. Hätte ich doch wissen müssen, dass ihr alle so wahnsinnig seid. Ja, also ich glaube nicht, dass es so ist. Ach du Scheiße. Etienne jetzt noch mit 191 Chips. Yes! Das könnte ein kurzer Abend werden für ihn heute. Das König ist da eine gute Hand. Ne? So, überlegt euch, ob ihr das hier noch callen wollt jetzt, Leute.
Das wird eine brutale Rasur, ey, von Gardé. Ich würde folgen an eurer Stelle. Oh, das ist spannend. Schickt eure Karten an Andreas. Habe ich schon. Habe ich schon ganz am Anfang, weil die natürlich so mies waren. Jochen überlegt, ne? Ah, okay. Fold bei 191 jetzt. Fold jetzt da noch? Ja, es sind viele dabei, das macht schon. Ja, aber trotzdem. Der hat schon 1 Milliarden Euro da reingeballert. Ben geht mit, jetzt kommt der zweite König. Etienne ist schon all in. Ja gut, pünktlich zum Anstoß. Oh Gott. Wenn man drei Könige hat, heißt das Trio oder Drilling, damit ich jetzt links nichts Falsches schicke. Trips. Also, was hier technisch passiert ist... Oh, Alter! Schön! Weil das Ass ist hier das Top-Pair, also die höchste Karte am Board in der Mitte des Tisches, und der König ist die zweithöchste Karte. Hey, und auf dem Turn, also als die vierte Karte kommt, ist der zweite König, der da erscheint. Er macht sowas... Oh! Sowas wie man... Ist der eben noch am Start, oder was? Guck dir das an, Stefan! So, back im Game, Motherfuckers! Sag mal, wer hat denn da mit 4-5 gecallt? Was hat denn gibt's das denn? Geile Scheiße. Ihr hattet Bock. Ja, ihr kleinen Fötzchen. Alter Hannes, ey. Alter Leute, ich spiele mit euch. Keine bösen Wörter. Aber finde ich auch gut, ey. Sonst unglaublich. Ist Etienne Gardé von den Toten auferstanden hier? Das gibt's nicht. Bam, zwangsläufig bam. All in und dann trifft er wirklich das Full House. Ja. Unglaublich. F-0. Jetzt liegt schon wieder ein Damenpärchen. Was hast du davon, wenn du gegen mich ziehst, ey, du Trottel? Hab's dir gleich gesagt. Ja, jetzt sagst du nichts mehr. Jetzt hältst du die Schnauze. Oh, da fährt er weg. Gott. Der wollte nur mich vom Tisch ballern. Ja, und auf einmal ist Lars schon der Shortstack, da mit dem Simpsons-Avatar. Ja, 5000. Ich hab mir das auch abgeschaut. Alter, was geht denn ab? Aber ich hab Auge. Not really amused. Aber ich hab ja die Dame zum Glück. Das war auch verständlich. Ich zitiere mal den Chatlog von Etienne. Glaub, ich bin raus. Mal wieder. So kacke, ey. Doch nicht! Smiley. Wenn ihr euch fragt, wie die Emotionen waren, das waren sie. Ja, der könnte auch Fachkommentar werden. Oh. Er hat wirklich die Dame, ich kotze. Oh Gott. Oh. Geht Schreck damit. Schatz feiern. Du bist wirklich die Dame, ne? Aber ich muss callen, Gunnar. Ja, mach das doch. Ja. Aber hast du halt verloren, aber ist okay. Oh, hast den Full House, aber Gunnar hat den besseren Kicker, aber. Kein Full House und kein Kicker. Es sind immer 5 Karten und beide spielen 3 Damen und 2 Asse. Du hast beim Texas Holding immer die Auswahl aus den 7 Karten 3-5 zu wählen. Nicht beim Gunnar. In dem Fall ist halt nach 5 Karten schon Schluss. Der 10er oder der 8er werden da nicht mehr zum Einsatz kommen. Dann haben wir gesehen, der gab dadurch einen Split-Pot. Genau. So, was liegt denn da jetzt schon wieder im Flop? Was ist denn da gerade los, Stefan? Das gibt's doch nicht. Aber wann schon wieder 2 Damen. Dass du auch das Ass hast, war ja geil, ey. Es sind grundsätzlich zu viele Spieler am Flop. Also das ist schon arg gelotterig. Ich könnte da jetzt auch nicht punkten, wer da was hat. Da liegt ja schon wieder fast ein Full House. Was ist das denn? Alter, was ist denn das schon wieder hier in der Mitte?
Also der eine Spieler, da hieß es doch, dass der irgendwie nach zwei Bier irgendwie besonders locker wird. Also ich kann bestimmt der Runde zwei Bier trinken zu beginnen. Eins schon wieder erhöht. Man hat ja nichts zu tun. Ein bisschen fix. Da müssten wir eigentlich noch so eine Anzeige in Bier neben Gunnar haben, um das nachzuvollziehen. Ja, aber wir sind halt neun Leute, ne? Ja. Ich kann Simon noch zwei Stunden Plattform spielen. Es war bestimmt lustig, aber ich habe es einfach akustisch nicht gehört, Tino. Ja, es war, glaube ich, echt ganz gut. Wird eigentlich unser Kommentar in der Runde auch gehört? Wenn wir das wünschen, dann ja. Also wenn du sagst, jetzt muss ich mal mir den einen Spieler am Schlawittchen packen, dann können wir uns direkt durchschalten. Sonst hören sie uns nicht. Nee, nee, alles gut. Jochen mit dem Open Limp. Kroko-Style. Ach komm, ey. Kroko-Style. Guck mal, da hast du doch deinen Base von Gunnar. Ja. Bitteschön. Das muss schon 900 bringen. Mich kriegst du mit deinen Hütchenspielertricks nicht. Ja. Auf den Bank gefoldet, du Pussy. Ich weiß doch, was du vorhast. Ja, ich muss ja. Mit zwei Fünfen. Ach komm, ich dachte, du gehst drüber. Ja, Jochen und Felix kennen sich natürlich auch schon seit Jahren. Spielst du lieber gegen Fremde oder gegen Leute, die dich gut kennen? Ändert das dein Spiel in irgendeiner Form? Ja. Von daher ist es eigentlich schon ein Vorteil. Also wenn man glaubt, dass man ein guter Pokerspieler ist, dass man eben in der Wahrnehmung Vorteile hat, dann ist es eigentlich gut, wenn man die Leute gut kennt. Mhm. Ich jetzt einfach neu an den Tisch setze. Also im Prinzip kann man diese Geschichte, die du im Großen aufzählst, auch im Kleinen, also im Mikrokosmos einer Pokernacht. Also ich setze mich hin und kenne erstmal niemanden. Folglich habe ich einen gewissen Grundrespekt jedem gegenüber, weil es könnte ja jeder gut sein. Kannst du eine 10 wegschmeißen? In der Runde hätte ich diesen Respekt schon nach wenigen Minuten abgeholt. Nicht wegen den Leuten, so Klamauk und so, das ist alles in Ordnung. Aber rein spieltechnisch ist es einfach, gibt es keine Frequenzen, die reinpassen. Also das mache ich denn jetzt. An einem neuner Tisch hat auch nur einer die beste Hand. Das heißt, acht Leute haben nicht die beste Hand. Wenn aber regelmäßig sechs Leute schwören, die haben die beste Hand, dann lügen halt fünf, ja. Also das ist ein bisschen optimistisch hier gedacht. Hey Tino, ich fände es geil, wenn du noch mitspielen würdest. Ich würde mich hier relativ schnell adaptieren. Das wäre ein solider Gag dann. Aber zurück zur eigentlichen Geschichte. Du gehst dann an den Tisch, hast erstmal jedem gegenüber Respekt und spielst einfach nur erstmal Zahlen und Frequenz. Also in späten Positionen etwas mehr, wenn die am Anfang weniger. Du gehst halt mit dem Handwerkszeug so. Währenddessen lernst du die Leute kennen und überlegst dir, wo Leaks sind. So Leaks sind Abweichungen von spieltheoretisch optimierteren Spiel oder besseren Spiel. Und man sollte nicht einfach sagen, der spielt schlecht, weil der macht was ich nicht mache. Das ist ja nichts wert. Also es könnte ja auch sein, dass er besser spielt als man selbst. Sondern ich überlege mir, warum spielt denn jemand schlecht? Also glaube ich, dass jemand zum Beispiel zu viel bezahlt, weil er zum Beispiel zu neugierig ist. Und wenn das der Fall ist, wie kann ich denn darauf adaptieren? Ihr raced doch sonst die ganze Zeit. Gegen so einen Spieler blufft man dann weniger, als man normalerweise bluffen würde, weil einen neugierigen Menschen nicht erziehen, der Wahnsinn. Sondern du musst ihn einfach definitiv aggressiver heute als sonst. Du darfst nicht blöffen, weil wenn du überrascht bist, dass ein Neugieriger dann ist es nicht der Fehler des neugierigen Menschen, sondern es ist mein Wahrnehmungsproblem beziehungsweise ein methodisches Problem, das ich nicht adaptiert habe. Oh, oh. Anders gibt es auch Leute, die haben vielleicht übertrieben viel Angst, selektiert zu stark. Solche Leute kann man besser bestehen als andere, weil die ja selten dann den Qualitätsanspruch haben, den sie für sich brauchen, obwohl er gar nicht unbedingt nötig wäre.
Und so fängt man eben an und reicht praktisch pro Person nach und nach leicht von einem generischen oder von einem grundsätzlichen Ansatz ab. Ganz zu Beginn unseres Gesprächs habe ich euch ja schon gesagt, wie ich an Felix Stelle diesen Tisch nähern würde. Ich kann nicht auf alle 8 gleichzeitig fokussieren, das ist zu viel Information. Ich schaue mir jetzt zunächst einmal die für mich wichtigen Spieler an und das sind vor mir sitzen, häufig spielen und die viel Geld haben. Lass mal auch mal folgen. Das passt ganz gut zusammen. Häufig spielt hier jeder, das ist kein Selektionsgrad. Also nehme ich die Leute, die vor mir sitzen und den Chip-Leader. Also, ja, genau. Wie bist du denn zu den unerwartet hohen Finanzmitteln gekommen? Das ist mir ja ganz entgangen. War ich schon ganz breit. Aber 18 ist neu, krass. Der hat Jochen ganz viel abgenommen. Mhm. Naja, ich sehe schon. Aber, ich hab guter, aber war ein guter Gag, ne? Ja, solide. Wir haben eben gesehen, Gunnar hat da den einen schönen Pott geholt. Ist jetzt auch wieder richtig gut dabei und dadurch auch Chip-Leader momentan. Nee, das stimmt. Das stimmt. Aber in der Art und Weise haben wir schon mal Gags gemacht. Darauf können wir uns einigen. Das ist gut für Felix, weil das Kapital und die Geberlaune schwappt jetzt direkt vor ihm rum. Also. Da sind jetzt 17.000 bei Gunnar, 14.000 bei Hannes. Beiden werden erstmal hochfrequent, euphorisch, gut gelaunt weiterspielen. Und der Felix hat immer easy wegfolden, also halt nichts investieren. Oder eben mal hin und wieder eben versuchen, einen mittleren oder großen Pott gegen die abzukassieren. Und weil sie viel haben und weil sie Lust haben, gegen Felix zu spielen, weil sie nur so ein Paar verloren, klar, immer bezahlt. Das heißt, er so, er sagt, war noch nicht auf. Das okay, ich hatte eh nichts so. Der scheiß River! Zu viel Herz, ne? Wichtig für meine Betrachtungsweise ist übrigens, dass sie in gewisser Weise willkürlich ist, ja? Also, dass ich jetzt aus Felix' Sicht argumentiere, mache ich nur, damit ich dem Ganzen halt eine Info gebe. Wenn ich selbst spiele, mache ich das für alle. Ja? Also ich überlege mir, was würde ich an deiner Stelle denken? Was würde ich an deiner Stelle denken? Was würde ich an deiner Stelle denken? Und so beschäftige 600. Ich mich. Mann, ey, das sind auch immer hier. Aus den Augen meiner Mitspieler zu sehen und versuche zu begreifen, wie sie ticken. Sobald ich das kapiert habe, kann ich sie optimal spielen. Alter Vater. Das dauert halt bei guten Spielern sehr lange, beziehungsweise ist sehr schwer. Und bei weniger guten Spielern kann man halt relativ schnell relativ gute Adaptionen. Ist am Rechnen, Jochen? Jetzt schon aus dem. Es wird heute wieder interessant zu sehen sein, denn die Jungs spielen durchaus häufiger auch in dieser Konstellation. Kennen also eigentlich so ein bisschen ihre Stärken und Schwächen, sollte man zumindest meinen. Mal gucken, wie sich das heute noch entwickeln wird. Noch alle dabei. Felix. Ich darf keine Tipps zu einer laufenden Hand geben. Ich weiß doch. Das reicht mir schon. Aber du kennst meine Antwort. Ich bin immer all in, im Zweifelsfall. All in. Immer. Im Zweifelsfall immer all in. Alles auf Risiko. Ja, dann soll das so sein, ne? Also ich, nicht, dass ich nachher schuld bin. Ein Fold. Ja, ich call das natürlich. Ihr müsst euch jetzt kurz übernehmen, meine Mutter guckt zu. Hallo. Hallo. Ja. Hallo, Frau Mutter. Ihr Sohn kann sehr gut pokern. Frau Krupp. Ihr Sohn ist Chip-Leader. Der beste Freund von Gunnar. Hallo. Also wenn Gunnars Mutter zuschaut, dann können sie sich benehmen. Aber wenn ich sage, der Stefan ist heute da, greift mal nicht ihr selbst, dann klappt das natürlich wieder nicht. Ach, das ist doch alle höflich. Mann, der sagt ja nichts. Ich verstehe von keinem von euch. Ich weiß nicht, was er aus. Ich weiß nicht, wie es ist, aber ich habe hier nur digitales Gewitter aufgeboren. Ich habe keine Ahnung, was du sagst. Oh Mann, ey, deine Soundqualität ist mager. To say the least. Ich glaube, das meinte er auch damit, oder? Wahrscheinlich. Ja. Ich spreche nicht ISDN.
Meine Mutter hat auch mal gesehen, hier braucht sich keiner benehmen. War die bei dir im Zimmer gerade oder am Internet? Die hat sie gerade geschrieben hier. Im Handy. Aber ihr müsst euch nicht zurückhalten und ihr dürft euch ruhig daneben benehmen. Das wollte sie euch nochmal sagen, kurz. Dann haben sie ja instinktiv alles richtig gemacht. Ja, und dann kam diese Zeit. Dann esse ich mal einen tradierten Apfel mit Zim. Mm. Etienne, das nicht. Achso, okay. Aha. Da wird jemand aktiv. Sleeping Dogs. Man sagt, weiß ja, was man sagt, wenn man die aufwacht. Ja. Dann gucken wir mal. Wir sehen uns am River. Alles klar. Tja, ich glaube mal, das, was du wolltest, ist vielleicht hier kommen. Oder du hast die ganze Zeit ein paar vorhanden. Richtig krass ist. Ich überlasse das mal dir. Clever. Also dann fehlt die 7 zur Straight. Mal gucken, ob einer von den beiden die 7 hat. Ui. Schönes Ding. Snapcall. Na gut, ich zeig. Ich kann nicht zeigen. Scheiße. Oh, aber sag mal. Ich hatte sieben, sechs. Ah. In Liebe. Das ist gut gelaufen für Straße dich. Straße gemacht. Ja. Du hast bestimmt zwei Pärchen, ne? Nee. Ich war das, was ich dir vorgeworfen habe. Das bitteren Ende gehofft mit meinen. Warte hier, komm. Ich mache eine Rakete. Dafür kriegt Benjamin für dich. Von mir eine Rakete. Noch. Danke, Mann. Kann ich gebrauchen. Also der Felix, der hat die Straße getroffen und dann Ben aggressiv rausgetrieben Pause, aus, ne? Der Hand, der dann gefoldet hat. Guna, was soll man denn jetzt damit? Also es war gar nicht so hoch gesetzt. Also ja, der Top war ja bei 7.000, der hat 2.500 gesetzt. Also er wollte es schon mit voll. Ja. Aber wenn der Gegner nichts hat, ja, nein. Eieiei, okay. Oh, geht ab. Das ist ein bisschen viel, Hannes. Was willst du denn haben? Ja, aus Hälfte. Das heißt, der sitzt jetzt gut im Boot, denke ich mal. Mhm. So untypisch für unsere Runden, dass immer so viele Leute mitgehen bei einem Race. Es ist ja. Die Races sind einfach nicht groß super loose. Die müssen noch größer werden. Ja. Race größer, Jungs. Immer größer. Ben aber jetzt nicht. Also was da gerade diskutiert wurde. Siehst du, guck, Ben macht noch große Races hier. Ben. Die Race-Size, also wie groß da geraced wird, das ist ein sehr wichtiges Argument. Also da wird immer minimal geraced gerade. Also sprich, der Big Blind liegt hier, denke ich, bei 150. Und ja. Wenn ich jetzt auf 300 gehe, dann kann ich nicht unbedingt erwarten, dass zumindest der Big Blind nachbezahlt, weil er schon einen Teil drin hat und nur noch mal 150 bezahlen muss. Das fühlt sich also sehr günstig für ihn an. Und wenn somit das Kollektiv der Leute schon weiß, dass zumindest der Big Blind mitbezahlen wird, dann fühlt man sich schon nicht mehr so alleine. Ja, das ist also psychologisch schon mal, ach komm, wir mitfahren, das Ganze hat irgendwie was von dabei sein, was haben. Und sobald dann der Erste eben den Käufer für 300 nimmt, nehmen sich die anderen auch nochmal so ein Schnicker kurz bei der Kasse mit, ja? Also das hat dann nicht so dieses exklusive
Ich glaube, er hört uns. Wenn er das erzählen würde, würde man sich. Wenn Erased das hört, dass die erste Aktion ist, zu schweigen. Oh, da erhöht jemand, der meint das ernst oder so. Dann setzt sich dieser Gedanke auch vor. Und grundsätzlich macht es halt Sinn, dass man seine Open Races, also die Hände, die man selektiert hat, die man selbst spielen möchte, die man vortragen möchte, die möchte man eigentlich mehrheitlich immer einfach verzweigen lassen. Also sprich, es ist völlig in Ordnung, wenn alle gegen mein Open Race folden. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn nicht einer bezahlt. Das sind nur die mehrheitlichen Angebote, die ich verteilen möchte. Und ich muss versuchen, über meine Außenwirkung, wenn ich also 8 von 10 Händen spiele, dann glaubt mir keiner. Wenn ich aber vielleicht nur 2 von 10 Händen spiele, dann werde ich schon anders wahrgenommen. Also über meine Frequenz, über das, wie ich es mache und auch über das Sizing, das ist das, was hier gesprochen wurde, kann ich praktisch dafür sorgen, dass nicht irgendwie Party aus, wenn ich erhöhe, sondern dass er an sich überlegt, das geht für mich. Also die kann Gegner sein. So ähnlich ist eine Schachuhr. Ich spiele meinen Zug und dann soll die Uhr beim Gegner ticken. Der soll sich Gedanken machen, der soll ein bisschen Stress haben. Und dann funktioniert es. Und ja, also jetzt in so einer Runde muss man das ja nicht zu ernst nehmen. Ich kriege das schon mit, dass das jetzt eine Geschichte ist und so, aber ihr habt ja eingeladen und fragt, wie die Abläufe so sind. Und also aus rein technischer, analytischer Sicht, wenn man das hier denn verändern möchte, also praktisch wünscht, dass weniger Leute am Flop sind, dann habe ich jetzt gesagt, wie. Das ist natürlich ganz was anderes. Also ich finde es eigentlich aber ich kann, wir kommentieren halt hier praktisch eine Freundesrunde am Bundesligaspiel. Das beste Blatt. Es kann aber auch noch, die Freundschaft kann noch in Gefahr geraten im Laufe des Spiels. Das darf jetzt gar nichts mehr. Ich bezahle immer nur. Oh Gott, Eddie. Mhm. 400 noch, oder was? Na gut, mache ich noch mal. Einmal mache ich das noch. Es war sehr interessant, dass der Hannes da gefoldet hat, weil der hätte nur 400 bezahlen müssen und wäre dann bei diesem wirklich großen Pot, ich glaube, da war unten stand es 2,9. Also er hat praktisch ein Chance-Risiko-Verhältnis von 400 im Risiko für 3000 in Chance. Das war ich sehr, sehr lukrativ. Also so, das ist wahrscheinlich die letzte Runde vor der Pause. 200 bezahle. Und dann die 400 nicht bezahle, wenn ich dann mutmaßlich 3000er Pot 3 Karten bekomme. Eigentlich recht billig gewesen. Ja, also folgerichtig gewesen. Folgerichtig heißt ja nicht richtig. Also sprich, er hätte wahrscheinlich erst die ersten 200 einfach nicht zahlen dürfen. Mhm. Aber wenn ich sie zahle, dann zahle ich die zweiten 400 auf jeden Fall. Und wir sehen jetzt oben mit 18.000 Chips. Schröck hat da einmal einen richtig großen Pot geholt und hat sich damit zum Chip-Leader jetzt hochgemausert. Mhm. Und Lars Paulsen ist in dem Moment all in mit 3.000. All in, Alter. Alles. Ja, komm, gebe ich dir. Oh. Ja, guck mal auf mein Stack. Ja, weiß ich, aber ja. Und holt sich den Pott, rettet sich. Schützen. Depp. Oh, ich hab gerade lustig in die Kamera gelächelt. Na gut. Schade, hat Lars gewonnen. Ja, genau.
So. Bei Ben wieder, ey. Ja. Harley Davidson Club. Ja, man's wieder geil. Da bin ich raus. Leider. Leider. Der Eddie redet gar nicht mehr, hört ihr? Er ist komplett konzentriert, der junge Mann. Total konzentriert. Aber der hat noch was Komisches an der Stirn dran. Nee, komm, das ist mir zu heiß. So, wir sehen es jetzt auch. Gleich gibt es eine Pause, dann gehen wir kurz in die Werbung. Glückwunsch! Geil, komm mit. So ist es. Aber er ist nicht Entertainment-Leader. Kurze Pause am Tisch. Wir sehen es, Schröck ist der Chip-Leader momentan. Das kann sich hier aber sehr schnell ändern. Wir machen ein kleines bisschen Werbung und dann sind wir gleich zurück beim Rocket Beans Pokerabend. Bis gleich. Yeah. Willkommen zurück beim Rocket Beans TV Pokerabend. Heute in ganz besonderer Besetzung. Stefan Kalamer ist bei mir, Pokerprofi, Koryphäe. Und wir haben heute einen ganz besonderen Tisch am Start, denn die normalen Kommentatoren, der Jochen und der Felix, die sitzen heute mit am Tisch in bunter Runde. Und da sehen wir es, Le Schröck. Daniel Schröckert ist gerade der Chip Leader. Wir haben Etienne gesehen, der eigentlich gefühlt schon draußen war, sich dann doch auf der letzten Karte noch ein Full House geholt hat, weiterhin am Start ist. Lars war eben schon mal all in und die Jungs sind schon wieder mittendrin. Und Ben, der beim letzten Mal gewonnen hat, unten rechts als Quarkofag zu sehen, der hat jetzt das Problem, dass er der Shortstack ist mit nur noch 2600 Chips. So, Stefan, du hast eben schon in der Werbung gesagt, noch sind zu viele Leute am Start. Noch sind die noch nicht serious genug. Man merkt aber, sie werden auch schon ein bisschen ruhiger. Danke, Jungs. Ich weiß das sehr zu schätzen. Wie siehst du es aus Felix Perspektive? Wie siehst du es aus X-Flix Perspektive momentan? Wie schlägt er sich? Also, das Spiel hat sich ja zum ersten Mal. Den Wecker muss man freischalten. Allein durch die Clients und auch durch die Verteilung der ersten Gelder haben wir jetzt insbesondere die dominierende Situation, dass man eben schauen muss, wie geht Quarkofag auf der 4, also ich benenne das nach Uhrzeigersinn, wie geht Cinemaniacs auf der 1, wie gehen die mit ihren unter 10 Big Blinds um? Also ich habe vorher mal von einem von dem Blinddruck gesprochen, da habe ich gesagt, ja, der Big Blind von 50, der ist irgendwie nur ein 200stel vom Startstack. Jetzt hat die Situation, dass es eben sofort um alles geht, weil der nächste Big Blind nagt eben mit gut 10, eher 15% am Gesamtkapital von den Shorties. Und je nachdem, wie die umgehen, da gibt es gerade auf Amateurebene gibt es da auch Leute, die klammern sich wirklich an ein bisschen Restleben noch sehr lange. Dann kann man das eher wegmachen, das kann man eher vernachlässigen. Wenn aber hinter einem immer so die All-In-Drohung von so einem Shorty ist, dann muss man halt selbst auch das antizipieren und darf halt nicht mittelmäßige Hände in mittelmäßige Situationen bringen, weil man die ultimative Frage doch mit Nein beantworten wird. Ich weiß doch, was ich habe, und selbst damit hätte ich ja vielleicht nicht. Der eine hat sich jetzt nicht erledigt, damit den 72, also das ist, ich würde mal sagen, ein halber. Ja, du kannst doch das ist bleiben, einfach so. Für, also, ja, der geht jetzt natürlich folgerichtig all in, der gute Tino, aber das könnte sein, dass das wir gleich abschließen. Also er kann immer nur pro Gegner sein Geld verdoppeln. Ja, die 72 mal 4 oder 5 werden jetzt da gerechnet. Also das ist immer noch, selbst wenn er jetzt das irgendwie gewinnen würde, hätte er immer noch nur 2 Big Blind oder sowas. Er muss jetzt 2 mal oder
dreimal in automatischen All-In-Situationen gewinnen, um überhaupt wieder an einen zurückkommen zu dürfen. Ja, das ist mehr oder weniger. 0%. Da muss man nicht Mathematik studiert haben, wie du das sehe, selbst ich, dass das unwahrscheinlich ist. Und damit ist der Erste raus. Der Felix Asse. Also, von Tino müssen wir uns an der Stelle verabschieden. Er ist der erste Spieler, der hier rausfliegt. Ich darf hier gar nicht, kein Delay. Ich mache mit Delay, das geht, aber so geht's nicht. Ja, aber schade für die Straße. Kriegt er generell bessere Karten, weil er in diesem Club ist? Ich habe das immer noch nicht verstanden. Ja, ja. Ach so, okay. Das ist ja nicht so gut. Das ist Pay-to-Win-System. Richtig gut. Eingestellt von der Software. Nein. Ja, guck, jetzt hätte ich so ein alle in einer Farbe Ding gehabt. Das ist alles nur eine Frage des Timings. Stimmt. So ein alles in einer Farbe Ding. Da sehen wir nochmal den Expertenstatus einiger Pokerspieler. Ich habe so ein alles in einer Farbe Ding. Ist gerade furchtbar überfordert mit uns. Und schockiert über den Film. Ja, gut, was soll ich jetzt dazu sagen? Also, ich meine. Also. Ich habe eben nur mitbekommen, wie Andreas angesetzt dazu. Also, Stefan, du meinst eben schon das, und dann war mir schon klar, okay, der hat wieder irgendwas über uns gelästert. Hey, meine Mutter hat mir gerade geschrieben: Oh, ist für dich jetzt schon alles vorbei. Da habt ihr wieder eine liebenswerte Frau unglücklich gemacht, die sich jetzt wieder für ihren Sohn schämt, in Grund und Boden. Muss dazu sagen, das tut sie ja auch aus gutem Grund, tatsächlich. Oh, oh. All in. Ah, oh, kann man Ass. 5 wäre gut, ne? Ass. 5. Oder 5. 5 geht auch. Ah. Für Straße. Ah, boy. GG, Lars. Ah, oh, Lars, Pausen. Ja. Mensch, jetzt geht's aber Schlag auf Schlag gleich, hier. Ganz ehrlich, Lars hält sich in Grenzen nach der Aktion letztes Mal, ne? Also auch Lars Pausen hier schnell raus gewesen. Erst Tino, jetzt Lars. Das passiert dem Besten, ist mir auch eben passiert. Nur noch 7 Leute am Tisch. Mensch, das ging jetzt fix. Mhm. Ja, es wird jetzt noch, der Quarko Fark halt ist jetzt noch interessant. Und Jockel oder Jocki? Mhm, Jockel. Ja, da kommt es ein bisschen darauf an, wie ihr das jetzt sieht. Ich an seiner Stelle würde das hier, glaube ich, schnell spielen, weil wenn er jetzt abwartet, bis der Quarko Fark eine Entscheidung sucht, dann, das bringt ihm ja letztlich nichts, dann wird sein Abstand ja nur noch größer. Also jetzt hat er noch einigermaßen Druck hinter den Chips. Mhm. Die nächsten Big Blinds sind bei 400 sein. Also jetzt kann er praktisch noch Leute dazu bringen, gegen ihn aufzugeben. Fold Equity nennt man das. Wenn er jetzt dann vielleicht noch 10 Minuten wartet, dann hat er sie nicht mehr und ist von einer guten Hand abhängig. Jetzt kann er noch eine Zwei-Wege-Strategie fahren. Zum einen eben über Druck und zum anderen über Handqualität. Und eine gute Hand kann man sich halt nicht schnitzen. Also von daher ist es gut, wenn man noch ein bisschen Glaubwürdigkeit hat. Ob er die hat, das ist natürlich, das kannst du besser beurteilen. Ich kenne jetzt das Persönlichkeitsprofil nicht. Ist bei Rocket Beans immer ein bisschen schwierig mit der Glaubwürdigkeit. Na gut, dann ist es wahrscheinlich egal, was er macht. Ja. Wir sehen es ja, das Hauptproblem ist, dass offensichtlich alle Mütter zuschauen. Das macht momentan den meisten Druck. Und dann kam der durch die Wand geschossen ins Wartezimmer rein mit den ganzen Kindern. Das sind bei X-Lix. Und dann hatten wir das geschafft, haben das grüne Giga-Gate drangehangen und dann war es so schwer, dass es leider nach unten gebrochen ist. Und ich glaube, dann hat sich Severin Pick mit nach Hause genommen und schläft da jetzt jeden Tag drin. So, Eddie. Ende der Geschichte. Eddie, jetzt mal unter uns. Hm? Bist du besser als Bube? Das Gelaber immer vom Jochen.
Vielleicht kannst du uns auch zusätzlich irritieren, wenn du hinter dir an dem Lichtschalter so schnell an- und ausmachst. Vielleicht kriegt dann einer einen epileptischen Anfall und dann kannst du irgendwie auch daraus Zeit schinden. Eddie, du sagst ja nichts mehr. So, da sehen wir nochmal das Voting. Wer wird das Turnier gewinnen? X-Flix jetzt vorne. Eben haben wir gesehen, haben die Zuschauer noch auf Schreck gesetzt. Der ist jetzt an zweiter Stelle. Sein Ollen. Und 2% für Ben da noch, der, wie gesagt, in dem Moment All-In ist. Nebenbei hat Gunnar mal eben sein Stack verdoppelt, glaube ich, nur mal so, falls ihr das nicht mitbekommen habt eben. Ne? Er hat sich ja schon kassiert. So ganz klein heimlich. Ja. In Gunnar kann ich halt keinen Pot gewinnen. War es das jetzt schon für Ben, der All-In ist? Auch schon fröhlich erlebt. Guck mal, dafür, dass ich gleich ertappt und redet stumm, hilflos. Auf jeden Fall besser. Ja, ja. Hannes ist ein bisschen wie der Internet-Explorer, auch dass er so 5 Sekunden später immer erst antwortet. Ich kann nichts machen, Mann. Ich habe schon alles probiert. Meiner Meinung nach. Ah, wow. Fick dich, Etienne! Ah. Fick dich, Etienne! Tschüss, Ben! Brutal. Ich hab Ass Bube weggeschmissen, tatsächlich. Oh, ja, was Ass König, scheiße. Hey, Gunnar, warum zahlst du da nicht noch die 1500? Also, das ist jetzt eine sehr interessante Situation, weil die meisten Leute sehen jetzt den Flush am River. Vielleicht auch Alpen am River. Die wichtige ist, dass man hält, man weiß jetzt etwas Wichtiges über den Etienne. Der hat ja in der ersten Setzrunde aus früher Position auf 600 geraced und hatte nur Ass 6. Ja? Also das ist erst am River zu einem Flush geworden. Also sprich, wenn ich jetzt der Jockey wäre, würde ich es stillschweigend wahrnehmen und das nächste Mal, wenn sich der Etienne bewegt, gibt es eine All-In von mir. Okay. Also, verstehst du es? Ja. Der Spielzug war Preflop, also in der ersten Setzrunde hat er nach mehr Stärke ausgesehen und man hat dann 2 Minuten später konnte man es sehen, wenn man sich noch erinnert, was einen vor 2 Minuten interessiert hat. Die meisten Leute wissen das dann nicht mehr. In der heutigen Zeit nicht mehr. Ja, ja, schauen wir mal, Flash, hurra, hurra, das Farbending. Klar, aber dann merkt man halt auch nichts. Sehr schön, Gunnar. Man kann hier also durchaus was sehen über. Ich noch ein bisschen höher setzen müssen, damit du kommst. Ich habe eben überlegt, als er da eröffnet hat, würde er noch. Also ist es hier ein Race-Fold-Spielzug, also sprich Racer, und hat er noch die Möglichkeit, vom Gas zu gehen? Und aus meiner Sicht sollte er die haben, weil wenn er nur Ass 6 hat, dann ist es eigentlich keine Hand, wo er sich drauf freut, wenn er richtig Gegendruck bekommt. Und ja, also hier konnte ich jetzt mal ein Beispiel geben, worauf man so achten kann oder was einem auffallen kann. Ey, wir werden sehen, ob der Jockel sich da gleich noch dran erinnert. Jetzt ist er schon bei 3000 Chips, spielt diese Hand noch mit. König. Und da links schon wieder 2 Damen und ein König und die 4. Und Jochen called. Geht also mit. Und ist in dem Moment all in. Ach, scheiße, ey. Oh. Und oh, Full House. Dieser Jochen. Nee. Zum Glück. Das gibt's doch nicht. Hätte das alles mitgenommen. Jochen holt sich hier den Pot mit Full House. Ja, jetzt ist er wieder voll zurück. Also das ist jetzt. Jetzt sind praktisch im Prinzip 2 Leute, die sich ein bisschen abgesetzt haben und der Rest ist gleich auf. Also aber im Prinzip kann jeder jeden jetzt wohnen. Ja. Totale Grütze auf der Hand. Das ist totale Grütze. Das hast du eben auch schon gemacht, den Gag. Hä, was ist denn gerade passiert, Jochen? Wieso hast du denn so viel Kohle gerade?
Du solltest nicht Fußball gucken. Der Tanne ist richtig abgezogen. Du musst am Tisch bleiben hier. Ja, ich. So viel zu deiner Frage nach Aufmerksamkeit, Stefan. Woanders. Ja, ja. Was passiert denn? Es gab eine Videoschiedsgeschichte. Oh, sind die Videoschiedsrichter eigentlich 1,50 Meter voneinander getrennt? Hat da mal jemand drauf geachtet? Ja. Okay. Oh, der Felix überlegt. Scheiße, Mann. Nö, war nur abgelenkt. Felix. Schon mal nur so. Am Button kann man ja einiges callen, ne? 400. Nee, auf keinen Fall. Also in einer Minute wechseln die Blinds wieder, dann sind wir bei 250 und 500, das ist schon ordentlich. Ich krieg das gar nicht hin. Absolut. Aber dadurch, dass der ehemalige letzte Shorty, der Jockel, dass der eben verdoppelt hat, ist das Spiel jetzt gerade wieder deeper geworden. Also Deep bezeichnet man eine Partie, wenn die Blinds im Verhältnis zu den Stacks eben möglich sind. Und wir hatten vorher die Situation, wo eben doch einige Leute sehr wenige Blinds noch übrig hatten und deswegen war das so ein reines Do-or-Die-Spiel. Und jetzt ist es schon so, dass wir uns auch eher wieder mittelmäßige Pötte anschauen können, weil man mit dem ersten Schritt noch nicht gleich um sein ganzes Leben spielt. Straße halt, ne? Das kann immer sein. Nee, die hört man kaum. Okay. Die hört man, oder was? Ja, nee. Ja, voll. Ja, okay, dann mache ich doch das Fenster zu. Sag doch was. Wir Leute. Höflich. Okay, die Potsize-Set hätte ich nicht gespielt gegen Felix. Der hätte ich ungefähr ein Tausender billiger gemacht. Weil wenn der Felix hier geht, dann spare ich mir den Tausender. Also, um alle Chips. Jetzt geht er auch direkt all in. Er spricht dieselbe Message aus, aber wenn er hier noch folden will, hätte er jetzt einfach ein Tausender weniger. Ein Tausender mehr. Also wenn er jetzt foldet, dann hat er nicht die 3-8 verbockt, weil das kann man durchaus machen. Aber er hätte mit 2-8 dasselbe Signal gesendet, hätte jetzt aber um ein Tausender mehr Luft. Also das sind lauter versteckte Sachen, die halt viel an Skill am Pokertisch ausmachen. Plötzlich kann er doch. Also ich hab das kommentiert, bevor der Felix geraced hat. Und das ist genau der Grund, warum das eben rein technisch ein Fehler war. Selbst wenn er bestraft worden wäre und selbst wenn er eine andere Hand gehabt hätte, rein technisch war es ein Fehler. Also dafür auch bezahlt hat, nämlich die 1000 im Vergleich zu meinem Vorschlag. Das ist auch ein Stück weit gut. Der Pokerstar-Lobby, ne? Genau. Also bestraft wurde es diesmal noch nicht, aber vielleicht ja beim nächsten Mal. Sah auch so aus, als hätte Hannes da Verbindungsprobleme kurzzeitig gehabt, aber hat dann folden müssen und Felix holt sich den Pot. Ja, klar. Aber Chip-Leader ist immer noch Gunnar. Jetzt kommt Schröck. Gameplay? Spielweise Hände zeigen. Ah ja, okay. Nee. Ich dran. Macht ihr mal. Alter. 4-5. Ah, okay. Nee. Läuft. Ich hab's immer noch nicht gefunden. Also du musst... unter Options und dann spielweise Hände zeigen, nicht zeigen. Ja. Das ist bei mir auf Englisch, aber das steht bei mir nicht Options. Options. Hannes ist all in. Das ist ein Scheißboard. Maximal schwitzen. Boah, Glück gehabt, der Herr Schröck. Wow. Und damit ist er direkt raus. Mensch, das geht jetzt ja wirklich Schlag auf Schlag. Ja, scheiße, Mann. Schröck holt sich den Pott. Konnte Hannes da irgendwas anders machen? Ich bin, glaube ich, in der falschen Lobby. Genau, du musst in die Haupt-Pokerstars-Einstellung. Haupt-Pokerstars.
Also wenn er den Tausender, den ich vorher angeraten habe, vielleicht noch gehabt hätte, dann hätte er, das vielleicht noch anders machen können, aber nicht wirklich. Also Neuner in dem Spiel, auch mit einem Tausender mehr oder auch mit ein paar Tausend mehr, ich würde hier den Neuner auch nicht folgen, auch wenn der Spielzug vom Schreck schon sehr stark ausgesehen hat, aber ich habe hier schon einige Züge gesehen, die wirklich sehr stark ausgesehen haben und dann wurde da eher mit so Lichtschwertern gekämpft, wie sie der Felix gerne als Garnierung rumliegen hat. Kannst du nur machen, wenn du halt wirklich sicher bist mit deinem Spiel und die Gegner gut kennst und so, dann geht das. Okay. So, nur noch 5 Jungs am Tisch. Etienne, Jocke, Jochen Dominikus, Gunnar, Xflix und Daniel Schröckert, der jetzt auch Chipleader ist nach dieser Hand. Aber wenn ich das Häkchen wegmache bei Don't Show Winning Hand, dann zeigt er ja jeden Fold, oder nicht? Nee, dann fragt er dich, ob du zeigen willst am Ende. Dann kannst du wenn auch ich das Häkchen bei Don't Show Winning Hand wegmache. Wenn du einfach alle drei Häkchen wegmachst. So hab okay. Ich glaub dir mal. Ja. Ich mache auch alle weg. Der Schröckert, ne? Jetzt gleich mal, Leute, wir müssen alle gegen den Schröckert spielen jetzt. Der ist echt was. Ekelhaft. Das alles ja jetzt. Jetzt ist meine Lobby weg, ey. Wollte ich mich verarschen. So, Options da. Okay. Ach, shit. Shit. Ja, ich wusste, als ich All-In gesehen habe, ich dachte, das war so ein typischer Ich-hab-nix-Move, ja, klar. Ja, wenn das ein All-In war... Das ist ein klassischer Jockel. Warte viele auch, der Jockel. War schon aber die Karten waren schon nicht schlecht. War schon gute Hand. Ich hatte bessere und du hast mich rausgekriegt. Ich hatte auch bessere. Das glaube ich nicht. Was hattet ihr denn? Doch, ich hatte eine 7. Ich hatte jetzt schon ein paar. Ich hatte 2 Neunen schon. Da soll nur der Mathematiker Herr Kallheimer mal aus dem Kopf jetzt rechnen, wie weit ich da hinten war. Ich glaube nämlich ganz ehrlich. Oder nicht viel, oder? Felix? Da müsste dann so 50-50 gehen, jedes Bessere. Oder? Ja, ne? Ja. Wenn du Pärchen und Flush-Draw hast oder Pärchen und Straight-Draw, Flush-Draw und Straight-Draw, also diese Kombinations-Draws sind immer 50-50 meistens. Hast du mehr Chancen. So, jetzt aber komm. Gunnar, du kannst nicht jeden Pot gewinnen. Du kannst nicht jeden Pot gegen mich gewinnen. Nee, nix check. Okay, alles klar. Nix check. Ja, ich mach nochmal einen Checkversuch hier, aber geh ruhig mit. Na gut, okay, klar, ich check auch. Okay, na gut. Ja, komm. Na, sicherlich. Ja, geh ich raus. Gut. Das war ein Mega-Bluff, komm. Felix, zeig die Karten. Ey, war kein Bluff. Kann ich auch zeigen? Seven. Ja, er zeigt's. Ja, ich war die ganze Zeit Straight Draw. Ja. Auf beiden Seiten, aber. Dafür gibt's das. Ich wollte sie auch zeigen. Ja, also wir sehen es, Felix hat ja schon ein paar Mal seine Hände gezeigt. Gibt sehr viele Informationen auch preis. Zeigt hier, guck, ich habe getroffen. Und jetzt ist er direkt all in. Vor dem Flop schon. Neuner Pärchen. Oh, gegen Ass Dame. Nein. Kommt da noch was? Yes, baby. Eieiei. War das Preflop all in? Ich habe es jetzt nicht gesehen. Ja, das war Preflop all in. So schnell ging das. Oh, weia. Das war ja spannend. Nee. Ja, was macht das denn jetzt mit so einem X-Flix? Gerade noch die Hand gewonnen, geht dann mit 2 Neunern vor dem Flop all in. Das war übrigens genau der Spot, den ich vor einer halben Stunde oder so mal angemerkt habe.
Der Etienne ist in Early Position, hatte wahrscheinlich eröffnet, aber ich habe den Spielzug nicht genau gesehen. Auf jeden Fall muss er sich irgendwie bewegt haben. Und dass da Felix da direkt all-in geht, kann durchaus sein, dass da die alte A6-Hand mit reinschwingt. Mhm. Das heißt aber nicht, dass es hier unterschätzt hat oder sonst irgendwas, sondern er sagt einfach, wenn das Potenzial vom Etienne auch sowas wie A6 hat, dann ist es hier richtig Value für ihn. Und wenn nicht, dann ist er ja trotzdem noch vorne mit dem neuen Hand. Jetzt konkret war er ja, es wurde angezeigt, 55, 40 für den Felix. Mhm. Also sprich, nachdem, also der Plan B hat ihn ja immer noch favorisiert. Also sprich, im Ergebnis kann man jetzt natürlich sagen, ja, schau mal, dass wir das die langsamer spielen können, hast ja verloren oder so. Das ist unfug. Also zu dem Zeitpunkt, wo er All-In geht, also zu dem Zeitpunkt, wo bezahlt wird, gewinnt von 20 Spielen 11 der Felix und nur 9 der Etienne. Weil diese 55 zu 45, ich wollte jetzt nicht von 5,5 und 4,5 sprechen. Ja. Stark. Und dadurch natürlich Etienne jetzt bei 29.000 Chips, genau. Direkt Chip-Leader. Und der Etienne hat auch bezahlen müssen. Also der Felix hat also die geladene Waffe gezückt und gesagt, einer von uns muss jetzt gehen. Und mehrheitlich sogar der andere. Aber der andere hat gesagt, hey, cool, Schießerei, ich bin dabei. Und X-Flix hat natürlich gehofft, dass Etienne wie immer Ladehemmung hat, aber in dem Fall nicht. Ja, so könnte man das bezeichnen. Aber ich habe Pötsche gewonnen. Ich dachte schon, wer? Jo. Ach, Spielverderber. Auch Allah, mir ist scheißegal. Da sehen wir wieder das Voting, wer wird das Turnier gewinnen, kann sich hier natürlich mit jeder Hand ändern, wie wir das gesehen haben. Jetzt Schröck sehr weit vorne, X-Flix immerhin noch an zweiter Stelle und Eddie an dritter Stelle. Oh, na gut, komm. Alter, was ein Dreckstor. Ja, achso, ich dachte, ja, Karten auch. Wo? Leipzig gegen Berlin. Torwartfehler. Die haben unentschieden gespielt, oder? Die spielen noch. Hey Felix, alles klar in Köln? Die spielen noch. Achso, dann war das 2-2 gefahren, oder? Ich muss noch einmal verdoppeln, dann bin ich fast wieder da, wo du gerade bist. Ja. Ach so, Leipzig-Herder hat heute Mittag gespielt. Du hast vollkommen recht. Aktiv ist noch 3 andere Partien. 4 andere Partien. Das ist ja das Schöne, oh, Felix. Und Köln ist Unterzahl gegen Hoffenheim. Was sagst du dazu, Etienne? Drück dir die Daumen. Ja, die hat auch gerade mit 200 Chips noch Karriere gemacht. Klar. Also der Einzige, der hier nichts sagt, ist auch unser Chip-Leader. Und wahrscheinlich auch einer der wenigen, der nebenbei nicht Fußball zu laufen hat, offensichtlich. Eddie Bube 7, sehr interessant. Genau, alles klar, kleine Bett. Haben wir jetzt Split-Pot gehabt? Ja. Ja. War klar, dass Etienne so wenig, der habe ich mir gedacht. Sehr smart. Ja, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ass hoch, reicht doch. Ja. Anstelle von X-Flix, wie würdest du dich jetzt verhalten? Unter 5000 Chips? 30.000 Chips? Der Fold ist halt gut sein, dass die nächste Hand die letzte Hand. Aber da verliere ich halt noch dreimal Fold.
700 sind der signifikante Teil seines Stacks. Kommt darauf an, wie die Action zu ihm schwappt. Also ich sehe schon einige Felder, wo er es dann direkt reinspielt. Entweder wegen der Chance, in einem Multivate-Pot Protection zu bekommen. Das ist bei so einem Tisch ein wichtiges Argument. Was meint man damit? Wenn man All-In ist, dann kriegt man ja alle fünf Karten. Und wenn du jetzt Multivate, also dass mehrere Leute drin sind, die könnten sich ja dann gegenseitig am Flop erschießen quasi, sodass praktisch nur noch, dass man am River quasi nur noch gegen einen besteht. Das gibt ein paar zusätzliche positive Effekte. Mhm. So spielfreundlich wie dieser Tisch ist, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das in der Überlegung eine Rolle spielt. Normalerweise ist es kein so großer Punkt, weil naja, wenn halt fünf Leute am Tisch sind, dann spielen da nicht immer vier. Also. Ja. Und da haben wir noch gecheckt. Es ist sehr ernst zu nehmen, was der Reschreck da macht. Also der blockt aus meiner Sicht damit schon alles weg. Es ist also, ich glaube nicht, dass der Felix glaubt, dass der Reschreck doch folgen kann. Das heißt, er muss sich jetzt schon überlegen, könnte meine Hand, die er erkennt, könnte die besser sein als die von Reschreck. Und wenn nicht, will er hier noch Call machen, ja, was er offensichtlich macht. Also er investiert hier nochmal ein Stück für drei Karten. Ist sehr teuer, es ist keine einfache Überlegung hier, weil, also wenn er jetzt gefoldet hätte, hätte er noch 3-9, die kann er ein, zwei Spiele später vielleicht noch brauchen, also automatisch sieht es nicht, aber er probiert es eben und würde es wahrscheinlich mit jedem Treffer wäre mitgegangen, aber wenn er nichts hat, dann hat er nichts. Lasst uns dann auch in Gedanken teilhaben. Ja, ja. Ja, und LeSchreck spielt das auch gerade wie ein Chip-Leader. Oh. Endlich gehen die Blinds mal hoch. Blinds auf 400 und 800. Wer hat das entschieden? Also was sehr interessant ist, dass der Etienne eigentlich sehr zurückhaltend ist. Also der LeSchreck bekommt wahnsinnig viel Fokus von allen Seiten und eigentlich genauso gefährlich ist der Etienne. Und, ich würde momentan ihn da favorisiert sehen, weil er sitzt in Position auf dem LeSchreck. Also das ist er macht relativ leise. Es kann sein, dass wir jetzt dann mal kurz laut krachen hören und dann ist es beim Etienne. Also das würde mich jetzt nicht vollkommen überraschen. Klingt auf jeden Fall nach Etienne. Felix hat jetzt einmal quasi verdoppelt, ist jetzt wieder bei 4.300. Das war auch bitter nötig. Ja, das sieht man eben, zurzeit ist ja exponentielles Wachstum ein sehr populärer Begriff. Ja. Bei Pokerturnieren war das schon immer wichtig, weil die 700, die der Felix vorher investiert hat, die wären halt jetzt schon 1.400, ja, weil die hätten ja mitverdoppelt. Und deswegen, also das wusste auch der Felix, also es ist nicht so, dass ich ihm da was Neues erzähle. Und deswegen habe ich eben vorher gesagt, dass sich das nicht leicht gemacht hat, diese 700 nachzubezahlen, weil er sie zum einen braucht, wenn er nachher noch Voll-Equity haben will, also jemanden erschrecken will. Zum anderen verdoppelt sich im Falle von positiver Entwicklung ja jeweils mit. Und ja, deswegen hat er das vorher gar nicht so leicht gemacht. Apropos Bahamas, Jocke, da habe ich auch mit 9 an All-In gestellt, weißt du noch? Ja, ich weiß. Das ging auch nicht gut aus. 2-4, Alter. Moin. Ist das der Schrei, den ich vorher aus der Stille interpretiert habe? Oh. All-In. Zeig doch mal deine Karten hier. Dafür ist mir die Atmung zu Fingerwechsel. Sehr still und einmal zugeschlagen und jetzt habe ich 10.000 mehr als der zweite. Sehr, sehr gut. Stark. Sehr gut, Ede. Gelernt und umgesetzt. Und ihr redet auch noch während des Testen drüber. Das war das Allerbeste. Gerade klang wie Ralf Möller, Alter. Aber sehr gut, Ede. Ja, sicherlich. Da war auch ein bisschen Glück dabei, dass keiner jetzt gecallt hat. Das sag ich ganz ehrlich. Scheiß Ork, Alter.
Hey Schröck, du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass du einen Bube hast. Hallo? Ja, einen auf der Hand, einen auf dem Board. Und was hast du noch? Jemand von euch jetzt. Jetzt check ich mal, ne? Ey, Hannes, bist du eigentlich noch da? Kannst du doch reden? Er konnte schon voll reingehen. Hannes hört gar nicht mehr zu. Ich sehe ihn noch im Video, aber er redet nicht mehr. Ey, Hannes, erinnerst du dich noch an die allererste Hand? Ja. Erinnerst du dich schon an die allererste Hand? Verdammt lang her, ne? Ja. Ich kann Leute lachen. Wow. Verdammt lang her. 7700 im Pott gewesen. Also Schröck und Etienne jetzt schon sehr deutlich in diesem Zweikampf. Und Xflix mit 3000 und Jocke beide sehr angeschlagen. Also was jetzt auf jeden Fall, glaube ich, ein gruppendynamischer, sehr guter Move ist, ich würde jetzt auf den Jockel sehr viel Druck ausüben, weil ich mir sicher bin, dass es ihm jetzt wichtig ist, länger zu leben als Felix. Also ich kenne jetzt die Leute nicht, aber ich glaube, so viel kann ich da schon von außen verstehen. Das heißt, jetzt macht es einfach richtig Sinn, den Jockel unter Druck zu setzen. Wenn ich eben jemand anderer bin als Felix. Und das ist auch was, was in Turniersituationen gang und gäbe ist, dass man eben gerade an sogenannten Money Bubbles, also wenn es praktisch darum geht, dass jetzt der letzte Platz ist, wo man kein Geld bekommt und danach bekommt man halt ein Geld oder halt ein Preissprung ansteht, dann möchte man eben, und jemand ist kleiner als man selbst, dann möchte man eben, dass der erstmal geopfert wird und dann. Ja. Und so eine Situation könnte ich mir jetzt im zwischenmenschlichen Bereich beim Job vorstellen, dass der jetzt einfach sagt, naja, gewinnen werde ich es nicht, 1000, aber wenn ich jetzt noch länger lebe als der Felix, dann kann ich ihm das die nächsten 2 Monate lang reingeben. Und deswegen wird der wahrscheinlich nichts bezahlen. Das sollten wir dagegen stellen. Na, hier scheine ich nicht unbedingt recht zu haben, weil er geht da hier direkt rein. Und kommt auch durch. Vielleicht hat er wirklich geile Hand, weil anders kann ich. Oh ja, er zeigt's auch. Er zeigt's auch. Extra Bestrafung, weil die das halt als. Hat er gut gemacht. Also, ich hätte mich jetzt auch gewundert, wenn er in der Situation, die ich ja gerade versucht habe zu erklären, wenn er gerade nicht. Ja, das ginge. Habe ich es verbogen oder was? Besser als Check. Nee, es war ja ungewollt, aber. Ja, ich dachte einfach, ich wollte ihn so ein bisschen locken. Aber das ist ja das Ding, weil du ja der Letzte bist, der spricht. Wenn du dann checkst, geht es ja direkt zum Showdown. Dann werden die Karten ja direkt gezeigt. Deswegen. Ja, aber ich dachte, dann Schröcker, der erhöht nochmal leider. Ich dachte, und dann nehme ich ihn aus. Wieso denn, Mann? Ja, du wolltest check re-raise, aber das geht ja in dem Moment nicht. In dem Moment, wo du checkst, ist ja vorbei. Ja, Schröcker ist schon zuerst. Ach, Schröcker hat schon gecheckt, oder was? Genau, ja. Deswegen. Oh, fuck, das habe ich gar nicht gecheckt, ey. Oh, ist ja nicht schlimm. Dafür bin ich ja da. Schröckert, hat die Regeln, da müssen wir uns alle dran halten, sicherlich. Oh, und ich wollte einfach nur ihn so ein bisschen locken mit meinem Check. Ich dachte, ich wär on the button. Gut. Ich wär, genau, ja. Shit. Das jetzt wird Jockel wieder aggressiv, weil er nichts hat gleich. Ich wollte ihn doch richtig schön aus. Hier, machen wir erstmal so. Ah, siehst du, sobald du mit ihm sprichst, foldet er nämlich. Das ist ein offenes Buch für mich, Jochen. Ein offenes Buch. Oh, dann hätte ich doch Schröckert richtig ausgenommen noch. Also die nächste Hand ist definitiv die letzte vom Felix. Da hat jetzt noch 2 Big Blind. Und die Hälfte davon ist ja schon drin aufgrund der Regeln. Ja, Alter, da liegt eine halbe Big Blind auf dem Ding. Nur auf eine Karte. Ja, die hatte ich. Oh.
Ja, die willst du. Ich verstehe das alles nicht. Jetzt haben wir den Folder vom Jockel gesehen, was ich eben meinte. Der sieht ja auch, dass der Felix in der nächsten Hand hat. Mhm. Da geht es eigentlich nur noch um die Erzfeinde in dem Fall. Okay. Mhm. Ja, okay. Guck ich mir erstmal an, was du machst. Hm. 3000, da muss ich eigentlich noch mitgehen, ne? Ist ja dumm. Ja. Ja. Oh, oh Gott. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Doch. Oha. Das ist ja zumindest nicht, dass er dabei erwischt wurde. Interessant, interessant. Wieder was ich hätte noch nicht erwartet. Das war mir auch zu wenig, um da rauszugehen. Ich wollte noch sagen, aber ich wollte mich nicht einmischen. Der Schröckert blufft nie. Und jetzt hat er mich so hier... You know nothing, Jon Snow. So, Gunnar, das kannst du niemals bezahlen. Das nee. Kannst du niemals bezahlen. Ach, ich nicht. Felix geht all in. Bist du irre? Ja, ich mit Astame, immerhin. Holt er sich das Ding? Ey. Ja. Ey, nächstes Mal mache ich das gerne. Du hast doch so viel. Ich hatte 5, 6 aber oder sowas. Oder 5, Herr Karlhammer, können Sie diese aber, Hand mal eben kommentieren? Herr Karlhammer, bitte. Aber sag mal, Jockel, willst du, dass der Felix rausfliegt oder was soll ja, das? Ja, ja, natürlich will er, dass ich rausfliege. Was sonst? Was soll das denn? Also, was ist denn das für eine. Nein, natürlich unverschämte nicht. Natürlich nein, aber ich kann doch Felix mit einer besseren Hand raushauen. Schalke führt gegen Düsseldorf. Ach, geil. Scheiße, der Abend ist versaut. Jetzt fliege ich gleich auch noch raus gegen Eddie. Ja, das wird's. Ich finde das toll. Ja, alle schmeißen weg. Sehr gut. Zweimal All-In, zweimal gewonnen. Und der Stefan hat das schon richtig analysiert hier. Die Blutfehde zwischen Jochen und Felix ist da gerade wichtiger als das rationale Spiel. Und jetzt geht Felix wieder folgerichtig, konsequent All-In. Verdammt, ach, du kriegst immer schöne Folien. Das ist ein Riesenproblem für einen Jockey jetzt. Jetzt ist nämlich der Default bei ihm. Nö. Mit 8. So schnell geht das. Ja, da hat der Gunero schon auch ganze Arbeit geleistet. Nee, ne? Ich? Ist zu schwach, ne? 8 drauf. Nee. Ich bin schon risikofreudig mit dem Stack, aber nicht super idiotisch. Ich hab 5 getroffen. Das ist eine sehr schöne Situationsbeschreibung. Verdammt lang her. Jetzt haben wir Ohrwurm. Jetzt check ich besser. Gleich erst ein König. Ey, ich war schon richtig oft bei Bab auf dem Konzert. Echt? Ein Kumpel von mir ist Riesenfan. Jetzt kommst du auch noch mit Bab. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin noch vorhin im Podcast drüber gelabert. Habe ich mit deiner Frau auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Oder? Nee, Quatsch, nicht mit deiner Frau, mit Anne. Die sehen sich ähnlich aus. Aber ja, doch, mit deiner Frau glaube ich auch. Kann das sein? Mit wem redest du gerade? Mit dir. Du hast mit meiner Frau über Bab geredet? Gestern beim Abendessen. Bei dir in der Wohnung, als du gestreamt hast. Nein, irgendwann schon mal. Kennt die Bab nicht doch. Und Herr Schröckert ist all in. Ich sehe da gar nicht, was du da machst. Ich glaube schon. Oh Mann, ey. Voll die rote Zone hier. 3500, Felix. So viel hattest du eben, das ist noch weniger, ne? 2000 hattest du nur. Mhm. Ich war schon fast nicht tot. Die Blinds, die killen dich doch jetzt, Jochen. Jetzt musst du doch jeden Scheiß spielen eigentlich. Ja, ich spiele auch jetzt jeden Scheiß. Also halt alle. All in mit dieser Ansage und Gunnar callt das Ganze. Jetzt muss der Felix eigentlich auch all in gehen, würde ich sagen. Oh, nein. Lol. 7! Oh, der holt das noch! Na. Das gibt's ja wohl nicht, da kommt der König noch. Ist das lustig? Ja, gib mir noch mehr Taschentücher, Alter. Ich kann die alle gebrauchen gerade. Unglaublich. Nochmal. König 10. Das mach ich nicht nochmal, ey. Nicht gegen dich, ey.
Und Jochen geht jetzt direkt wieder all in und ist jetzt, hat jetzt wieder mehr Chips als der gute Felix in der Privatfeder. Ass 5 würde ich callen, Schröck. Von den Regeln her ist vielleicht wichtig, dass man weiß, es gibt keinen zweiten Platz, dann, das ist nicht geil. Sondern, also nicht nach zwei bester Hand oder so, sondern der mit mehr Chips in den All-In gegangen ist, der wird dann besser platziert. Also angenommen, der Gunero hätte sowohl Jockler als auch Felix vorher rausgenommen, dann wäre der Felix besser platziert gewesen als der Jockler. Deswegen habe ich angenommen, dass der Felix hier mit sehr vielen Karten bezahlen wird, weil er quasi in der Privatfehde nicht das große Problem hat, weil eben, wenn der Gunaro gewinnt, der Felix auch weiter ist als der Jockel. Aber so war es. Okay. Hast du Flash jetzt schon? Nee, das kann doch nicht. Das kann doch nicht. Also persönlich bin ich, glaube ich, der größte Fan von Gunaro. Ja, er könnte natürlich hier der lachende Fünfte sein, denn Etienne und Schröck haben so eine kleine Privatfehde am Laufen, Felix und Jochen auch. Vielleicht ist Gunnar am Ende der lachende Fünfte. Ich hatte Pocket Sechsen, Alter. Ich hätte ihn so gefickt. Ich hätte Schröck vom Tisch geschickt. Das meinte ich. Hätte, ne? Ich habe noch überlegt, ob ich es callen soll. Alter, ich fasse es nicht. Wie knapp das gerade war. Hätte ich das callen sollen? Ich meine. Gunnar, du hattest aber eine schöne Hand. Es lag. Dankeschön, ja. Ein Ass und. Wir haben zwei Overcards. Das kann ich doch nicht callen, oder? Nee, hätte ich auch wegschmissen. Gegen zwei, nee. Ach Mann, das sind die Sachen. Aber ist doch auch so unwahrscheinlich. Der Schröck hatte sogar auch noch eine 6. Ist dann noch unwahrscheinlich, dass eine 6 gekommen wäre sogar. Ja, gut, aber das wusste ich ja nicht, ne? Ja, das stimmt. Das kann ich in meine Kalkulation nicht mit einbeziehen. Jetzt muss ich langsam wieder gewinnen. Ne? Jetzt war ein bisschen doof, jetzt die letzten beiden Runden. Dann gewinne ich einfach jetzt diese, habe ich gedacht. Ja, Mann. Shit, ey, ich kotze. Und auch noch gegen den zweiten, ey. Das wäre so gut gewesen. Hallo? Hab ich verloren? Oder? Ja. Verloren. Ja. Sei doch froh. Ach Gott. Oder? Ich sei doch froh, dass ich verloren habe. Hast du nicht? Der hat einen Full Hand, der hat ein Fleisch. Ja, ja, aber sei doch froh, dass ich verloren habe, doch nicht. Nein, aber hast du gerade einen Hänger gehabt oder hast du auf den Check nochmal irgendwas gemacht? Ich hab oder? Auch gecheckt. Nee. Ach so, warum hast du nur gecheckt, Mann? Ja, weil ich auch nicht viel hatte. Oh Mann, ey, jedes Mal. Also ich bleib dabei, ich bin Fan von Gunnar, der weiß immer, was Phase ist. Ja, und da ist jetzt der Shortstack, so schnell geht's. Jetzt muss ich ja voll all-in gehen immer, oder was? Kann man machen. Erstmal gehe ich all-in. Da sind wir jetzt aber schwer gespannt. Was hast du denn? Ich hab nix. Komm, du musst doch wissen, was du machst jetzt. Und all in. Oh, jetzt gibt's Action. Ja, ich hab doch gesagt, ich muss jetzt immer all in gehen. Oh, mit Ass Dame geht man natürlich gerne all in. Oh. Schade. Genau, holt sich das Ding. Ich würde sagen, jetzt wird's eng. 15.000 und nur noch 2.000 Chips. Das freut natürlich Felix. So, da bin ich ja wieder. Toll, Gunnar. Also Jockel hat jetzt praktisch eine Abwägung zwischen drei Händen, jetzt noch zwei, ob er jetzt den nächsten nimmt oder ich. Schon so ein komisches, schlechtes Gefühl. Kennt ihr das? Was für ein Kack-Race. Dann race doch richtig. Ich habe auch nur auf irgendwas gedrückt von den Doppelsachen. Ja, das. Wenn der Jockel da jetzt gecallt hätte, das wäre ganz gut gewesen, weil nämlich der Etienne dann wahrscheinlich diesen Protection-Move ausgepackt hätte. Also, und dann spielt er praktisch um drei- oder vierfaches Geld nur gegen eine Partei. Das klappt aber. Das wäre nicht so schlecht gewesen.
Und Gunnar hat sich jetzt hier mit seinem All-In den Pot gesichert, ist jetzt wieder bei 22.000. Also mit zwei Händen komplett zurückgekommen ins Spiel. So, und Jochen foldet wieder, aber du hast schon gesagt, so viel hat er nicht mehr. Felix geht All-In. Nein, bring sieben. Zwei Pärchen für Felix. Oh, ja, zum Glück. Ja, suck out. Every time seven is coming. Albern, der Scheiß. Ja, die Hand spielt sich automatisch. Also wäre interessant gewesen, wenn da jetzt eine schlechte Karte gehabt hätte. Muss da viel callen, aber wie viel er callt, wage ich nicht wirklich zu beurteilen. Das hätte mich interessiert. Mit dem als Dame ist es automatisch ein No-Brainer. Also man muss da nicht drüber nachdenken. Nein, man nicht. So. Jochen jetzt wieder All-In, aber was soll er auch machen? Natürlich geht er da All-In. Checken wir es zu Ende, oder was? Ja. Wirklich? Ja, mach. Ey, so eine Verabredung ist ja das allerletzte. Das gilt nicht. Ey, Leute, das ist echt fies. Darf man nicht, oder was doch? Ja, vor allen Dingen, offensichtlich zu diskutieren und sich zu verabreden. Herr Karlhammer! Was ist da los? Herr Karlhammer! Herr Karlhammer ist Fan von Gunnar, glaube ich. Ja? So. Jetzt hat Jochen Comeback. So. Ah, Jochen gewonnen. Eine Verabredung zum Betrug. Was ist das, Betrug? Na klar. Felix, sag mal. Kann man schon sagen. Ach so, wusste kann ich nicht. Sagen. Ich hätte so oder ja, so man darf eigentlich, wenn ein dritter Spieler involviert ist, darf man eigentlich nicht noch. Aber ich meine, du warst ja eh all in. Du konntest ja nicht. Ey. Aber man darf eigentlich nichts sagen, ja. Also man darf sie nicht verabreden. Aber ist das so eine moralische Sache oder gibt es dann wirklich Strafen? Nee, man darf eigentlich eine Hand nicht, sich nicht absprechen zu irgendwas. Okay. Kriegst Hausarrest. Naja, zumal für mich es ja scheiße ist, wenn ich gegen zwei spiele, ich spiele dann lieber gegen einen am Ende. Oh, ins Fernsehverbot. Eieiei. Ich will ja, dass Eddie raced und Gunnar rausgeht oder umgekehrt. Ja, komm, ich dass call jetzt auch. Zwei Tage meine Chancen ja steigen. Steigern. Callt ihr alle, oder was? Dann mache ich jetzt Verdreifachung. Ich überlege, aber nee, mache ich nicht, komm. Ja gut, dann mache ich nur Verdopplung. Und jetzt mit Action. Sieben Ass gegen den König. Flop. Peak. Nein. Oh. Das reicht für Schröck. Ah, und damit war's das. Ja, mies. Ja. Doch, verarscht. Felix. Ich kann jetzt gar keine Rechte mehr auf dich schießen, Felix. Du bist nicht mehr am Tisch. Gar nicht, ey. Damit geht privat wieder an den Jockel. Ganz ehrlich. Ich muss dir aber was machen. Ausgleich! Jetzt ist Jockel schon wieder länger drin als ich. 1-1. Und wir haben es gehört, Stefan. Dann ist Jockel schon wieder länger drin als ich. War der erste Satz. Nicht, ich habe heute nicht gut gespielt oder so, sondern verdammt, Jochen ist noch drin. Ja. 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 Felix, bist du noch da? Ich bin da, ja. Wenn vor dir 10.000 Euro liegen würden, wie viel würdest du doch auf mich setzen? Okay, danke, reicht. 1 Euro. Hä? Okay. Hä? Oh, hast du auch das Straight gehabt, oder was? Ach Gott. Ja, und eigentlich von den Chips her müsste man meinen, Jochen ist in Bedrängnis, aber nachdem Felix raus ist, kann er eigentlich jetzt wieder befreit aufspielen. Geht so. Ja, das geht so auch rum, ja. Was ich sehr interessant finde, ist, dass der Schreck, der ja eine Phase hatte, wo er eben von allen Seiten groß im Fokus war, und da habe ich ja gesagt, dass der hinter ihm eigentlich der Gefährliche gerade ist. Das ist dann auch 5 oder 10 Minuten später so eingetreten. Und seitdem ist der Leschreck total ruhig. Und also vielleicht hat ihm das wirklich tief getroffen. Vielleicht hat er auch seitdem einfach keine Karten mehr. Jetzt mag alles irgendwie eine Rolle spielen. Mhm. Jetzt hat er aber wieder praktisch den Chip-Lead übernommen, den Felix rausgenommen und alles Mögliche. Das heißt, jetzt finde ich sehr interessant, wenn er jetzt wieder aktiver wird, dann ist er definitiv ein Spieler, der eben laufgläubiger ist. Also sprich, wenn er sich wohlfühlt, spielt er viel, und wenn er sich nicht wohlfühlt, zieht er zurück. Das ist, also aus professioneller Sicht wäre das definitiv eine Schwäche, weil die Situationen sind ja immer so, wie sie sind und nicht
Also manche Situationen sollte man spielen, auch wenn man sich gerade nicht gut fühlt. Und andere Situationen sollte man nicht spielen, obwohl man meint, man kann gerade über Wasser wandeln. So, und jetzt sehen wir hier kurz die Hand, denn Jochen war gerade all in. Und unglaublich, wie der Comeback macht. Bleibt am Leben, 9000 Chips. Hast du mal mehr gesetzt? Ja. Hast den. Aber Schreck war geil. Ich dachte, wir schicken durch. Ja, aber wenn wir es nicht vorher besprochen haben, dann. Ihr könnt das ja auch einfach im Chat besprechen. Man kann sich ja auch so. Ja, oder heimlich per WhatsApp. Ja. So, komm, fuck it. Und all in von Etienne. Jetzt geht's aber ab hier. Oha. Alter. Oha, Freunde. Ui. Oh. Oh. Lob bringt das Ass für Etienne. Yeah. Und das reicht für Etienne. Yes, baby. 70-30. Brauchen auch noch Pause. 70-30 für Schröckert. Pause, Alter. Ja, also du hast 30% mit Ass 3. Also, einer der größten Pots, die wir hier gesehen haben, geht an Etienne. Der ist damit deutlich Chip-Leader und wir nutzen diese Pause auch für eine kurze Unterbrechung und dann sehen wir uns hier gleich wieder mit den verbliebenen 4 Spielern und Stefan. Bis gleich. Willkommen zurück beim Rocket Beam Pokerabend. Ich bin hier mit Stefan Karlhammer, der mir heute schon hilft, hier zu verstehen, was heute am Tisch überhaupt so passiert. Und ja, wir haben schon einige Abgänge gesehen. Stefan, wie schätzt du den Abend bisher ein? Noch 4 Leute sind dabei. Hast du einen Favoriten? Ja, also den Chipleger einfach. Er hat ja quasi alles am Kapital. Ich denke, über 50% vom Gesamtkapital würde schon heimsegeln. Sollte er zumindest, aber wir wissen auch, so ein Etienne, das ist so ein Gemütsmensch, da kann das auch schnell mal mit einer schlecht gelaufenen Hand komplett kippen und dann weiß er gar nicht mehr, was er macht. Denn die letzten 4, und dann schalten wir mal zurück an den Tisch, die hier noch verblieben sind, in der Tat, Stefan hat es gesagt, Chipleader Etienne mit über 50.000 Chips. Wir haben Lischröck mit 16.000, Gunnar mit fast 12.000 und Jochen Dominikus mit 8.000 Chips. Und der geht auch direkt all in. Alter, mir ist scheißegal, du hast doch wieder nichts. Ja, guck mal, wusste ich. Genauso viel wie ich. Ah, scheiße, okay. Ich muss irgendwas treffen jetzt. Kommt schon, Bros. Ah, und da kommt das und da kommt nichts mehr. King hoch. Das ist gut. Hoch gewonnen, ey. Ja, ungewöhnlich. King hoch. Und jetzt hat Gunnar das Problem. Nur noch 3000 Chips. Zweiten Platz ist unglaublich. So, ich gucke mir noch an, wie Gunnar rausfliegt, dann gehe ich auch. Ich hätte da nicht. Ich hatte halt keine scheiß komplette Kacke, aber ich dachte halt, Jochen hat gar nichts. So. Dumm, aber ist okay. King High, ey. Das reicht. Ja. Ja, call ich auch. Muss ich. Och, Mann, ey. Oh, Gunnar ist all in. Ja, das wird nichts mehr. Warte, schnell noch das Taschentuch. Ach Mist, da ist er schon weg. Kacke. So schnell geht's. Schlag auf Schlag und das war's für Gunnar. Nur noch 3 Leute am Tisch. Ah, dumm. 2 dumme Hände und zack. Schön, dass du da gewesen bist. Ey Gunnar, ganz ehrlich, ich finde es sehr schade. Ich hätte sofort dich gegen Jochen getauscht, wenn ich gekonnt hätte. Ich weiß auch gar nicht, warum ihr ihn gefragt habt. Wahrscheinlich, weil Timo nicht konnte. Ja, Timo. Ja. Der war schon weg vom Tisch und hat mit seinen dummen, trotteligen Calls hat er tatsächlich noch, ja, wenigstens jetzt mal. Deine Kack-All-Ins immer, ey. Ja, es ist leider, es ist nicht von Erfolg gegönnt, glaub's mir, aber es reicht ein bisschen für eine kleine Show. Aber Dame 5 zu callen, Gunnar, war auch recht mutig. Nett. Ja, aber du hast ja auch schon 50 Mal schon all in gegangen. Da muss ich denn mal irgendwann, also irgendwann muss da ja mal jemand mitmachen. Warte, der macht gleich wieder seinen komischen Verdopplungsmove und dann baste ich ihn.
Mit also mathematisch muss man dem Gunnar recht geben, hat er einen korrekten Call gemacht. Sowohl mit Dame 5 wie mit König 9. So, jetzt habe ich ihn. Echt? Jetzt, ja. Jetzt habe ich ihn. Dame 5, Call? Okay. Mhm. Waren ja oh, du bist ja wieder Felix. Sag mir, dass ich den richtigen Call gemacht habe. Erklär mal, rechne das mal aus. Ja, auf jeden Fall. Klar, die Buben musst du auf jeden Fall callen, logisch. Aber sowas von. Warst ja auch vorne. Okay. Dame 5 ist echt ein Call? Ja, waren ja nur 5 Big Blinds. Ich hasse die scheiß Buben, ey. Aber warst 70% vorne, Ströck, alles gut. Das halt nicht, hat halt nicht gehalten. Ja, aber da bringt er nichts. Das ist der gute X-Flix, der sich da aus der Losers Lounge zu Wort meldet. Das soll uns nicht weiter irritieren, denn wir haben die Top 3. Schröck, Etienne und Jockel, der schon so oft geführt weg vom Fenster war. Und jetzt steht er wieder da. Und Schröck ist all in an der Stelle. Das ist jetzt natürlich eine Entscheidung hier, ne? 2 Punkte vom Relegationsrang. Und Bruno Hübner von Eintracht Frankfurt sagt, wir haben nichts mit dem Abstieg zu tun. Da könnte ich... Schröcki. Es liegt aber auch immer ein bisschen an Schiedsrichter. Was hast du denn? Welz, der ist sehr parteiisch. Ich habe Bube und 9. Dann liegst du hinten. Ich habe Bube und 9. Er verrät hier wirklich sein Blatt. Oder? Achso, das war das jetzt die Aussage vom Jockel? Vom Jockel, ja. Siehst du, jetzt hat er ja auch einen neuen hätte ich hier nicht. Lass uns wieso wir? Ihr spielt doch gar nicht zusammen. Naja, aber nicht aber getan. Nein. Jetzt in den Chat und wehe jemand lästert über mein schlechtes Spiel. Nicht offiziell. Sofort. Oh. Oh, oh. Ah, nicht damit, Eddie, ey. Sorry. Ja, was soll ich machen? Ich muss jetzt auch ein bisschen. Nicht, du musst Druck nicht damit sagen, du musst sagen, was du hattest. Nicht mit, hm? Also wenn man die Stacks der anderen Leute mit in Betracht zieht, dann war das gerade quasi ein All-In vom Etienne, weil der 7000er Raise lässt ja keinen Spielraum mehr für die anderen irgendwie. Also sobald du die 7000 bezahlst, ist der Pot bei 16 ungefähr. Und ja, das Restkapital von den anderen beiden wäre dann unter 10.000. Wie soll man da noch heil rauskommen? Und deswegen sind wir jetzt wieder in der Phase, wo im Prinzip schon die ersten, also der erste größere Schritt immer gleich ums ganze Leben geht. Ja, und in einer Minute steigen die Blinds dann auch 1.000 und 2.000. Dann kann es hier wirklich sehr schnell gehen. Klar. Ich denke, ich schätze das auch so ein. Also das, so wie sich das anfühlt, schätze ich mal, sind wir 20 Minuten durch. Deshalb musste ich. Echt? War kein kluger Call, aber es hätte in einer Sensation enden können. Ihr könntet jetzt beide mal vor. Oh! Schreck jetzt all in! Oh. Alter! Eieieiei! Ich glaube, er blufft jetzt, weil er noch nie geblufft hat. Da kommt der bestimmt. Nee, ich blöd, weil ich Call of weil ich Kino Plus vorhabe. Call of Duty spielen willst. Okay, gehen wir gleich nach Warzone oder was? Also, was man bei sowas macht, da hat er jetzt noch knapp 2 Minuten Zeit. Man kennt ja die eigene Hand. Mhm. Und dann kann man praktisch so in Wohl und Weh teilen. Also, das König Bube hat er dem Gegner offenbar auch das Potenzial gegeben, einen schlechteren König. Der König. Ja, wow, nein, Alter, nee, es gegen den Flush eine Chance. Oh Gott, war das knapp. Kommt ein 5er Kreuzbord. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Aber Felix, was soll ich mit den Dreiern machen? Wegschmeißen? Nee, ist korrekt. Du hast und mein Call? Der Call ist auch, glaube ich. Ich guck mal gerade. Naja, mit 50-50. Oder? Doch, ja, passt. Ihr seid nur noch zu dritt am Tisch und du musst am Button auch Druck machen mit deinem Stack. Ja, beides korrekt. Ah. Beides korrekt. Alles korrekt. Und jetzt sehen wir, Jochen geht all in. 50-50 und 3 Das ist jetzt hier ein reiner Schlagabtausch.
Finde ich beides Jod. Eddie. Ja, ich hab nichts. Hier, guck mir in die Augen. Freut er sich. Ja. Und gib die Information preis, Bube und König. Das war die exakt gleiche Hand, die der Etienne gerade hat. Und er hatte mal ein Flaschen, das ist alles so gemein manchmal. Oh, danke. Spannend, Leute. Es kann hier noch alles passieren. 1000. 1 zu 6. Call. Warum flüstern wir jetzt? Weil ich das was soll das? Ich höre mal. Okay. Das ist ASMR. ASMR-Bunker. Kann mal jemand mit so einem Pärchen Asse aufs Mikro hauen? Sehr gut. Das Chips klackern. Auch sehr schön. Und Jochen ist direkt wieder all in. Eddie, guck mich mal an. Eine sehr gute Drohung. Zeig. Arschloch. Dann sag ich dir, was ich hatte. Ja, okay. Nicht. Lässt sich nicht ein auf die Spielchen. Und schau mal, Stefan, jetzt ist der Jocke vorbei an Etienne, hat ihn da überholt mit den Chips. Genau, das sind auch nur die Drohungen sehr gut gefallen. Auch da jetzt nochmal zeigen, also das Momentum ist jetzt da sehr von Etienne weg. Und auch wenn der Felix dargelegt hat, dass das mathematisch korrekt war, der Call, wenn man sieht, wie ihn das doch auch trifft und wie unnötig es war, könnte man einen knappen Call eben noch stecken lassen. Also es ist nicht nach Ergebnis im Nachhinein oder so, sondern muss man wirklich überlegen, hat denn mein Gegner überhaupt die ganze Bandbreite der korrekten Pushes im Petto oder pusht er sowieso viel zu wenig? Und wenn er viel zu wenig pusht, dann muss meine Handgüte auch höher sein, weil er wird ja nicht die schlechten Karten bewegen, sondern eben die etwas besseren. Also ich glaube, dass der Etienne sich da selber viel Kopfschmerzen hätte ersparen können und einfach den Vollbutton gefunden hätte. In dieser speziellen Situation. Ich heule leise. So, ist noch was passiert? Nee, also das reicht ja. Was reicht jetzt? Düsseldorf oder was? Von Chipleader und Düsseldorf liegt hinten zu letzter Platz und ja. Düsseldorf liegt vorne in 5 Minuten. Das ist zu viel für meine Küche. Also am schlimmsten ist Düsseldorf liegt vorne, ey. Ja, das ist in der Tat richtig. Ja. Und auf den Pott holt sich Jochen. Mensch, wie Phönix aus der Asche. Hey, schon wieder Chips bekommen. Und der tankt jetzt natürlich auch Selbstbewusstsein, ne? Wieso moderiert Jochen das eigentlich normalerweise? Der ist doch eigentlich nicht so mega gut. Kann ich so bestätigen. Ja. Ach, komm, hör auf, Eddie. Oh. So, ich stell ein All in. Was hast denn du? Oh, und jetzt gibt's Action. Oh, cool. Ja, dann macht mal. Alter, 6 zieht sich zurück. Und jetzt gucken wir mal auf den Flop. Bube fehlt zur Straight und da kommt der Bube. Die Straße für Jochen Dominikus. Das gibt's doch nicht. Das war's für Etienne. Ja, es war ein Arschloch. Boah. Hei, 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 hei. Vor knapp 10 Minuten sind wir hier mit Eddie als Chip-Leader reingestartet in die Runde. Und jetzt fliegt er vom Tisch. So schnell geht's. Ja, Jochen, ich muss morgen noch arbeiten, komm. Ja, Stefan, hast recht behalten. Diese eine Kopfschmerzhand hätte sich sparen können, wenn er gefoldet hätte. Guck mal hier, ich habe gute Karten jetzt, da habe ich einen Lauf. Ja, und ich hatte 8-2. Was glaubst du denn?
Du hast es vorhin gesagt, Stefan, Schröck ist so ein Wohlfühlspieler, der braucht so ein bisschen das Momentum und dann spielt er die Hände auch. Und Jochen kommt natürlich jetzt mit dem Momentum an. Spannend. Ja, leider, Heads up kann er Jochen leider. Nicht so gut wie ich leider. Ach Mann, ey, diese scheiß Hand gegen Schröckert war das K.O. Welche? Ach, das ist die. Das der Flash, oder was? Ja. Schreit also, schade. Vor allen Dingen moralisch war danach Sense bei mir. Das König Jochen zeigt jetzt auch immer mutig die Hände. Wie schätzt du es ein, Stefan? Wer, die Zuschauer auch Spaß haben. Wer profitiert hier gerade im Heads-Up? Wer geht hier als Sieger hervor? Ich muss jetzt einfach mal reinballern. Da. Mir ist es sehr interessant, weil der Jockey seine eigenen Buttons nicht unbedingt Open Race, wohl aber gute Karten zeigt. Durch Aggressivität. Und der Schröck, der hat jetzt schon ein paar Hände als sehr zurückhaltend gespielt. Dass er jetzt nochmal rausgeht, ist dann auch klar, dass der Gegner dann häufig aufgeben muss. Ich meine, es war ist halt Board, soweit ich weiß. Also, wenn es hinten bist, bleibst du da hinten. Was habe ich denn jetzt gemacht? Du kannst die Karte noch so aufschieben. Ja, ich bin in der Lobby, so, jetzt wo? Und dann Einstellung oder Einstellung, Option, ja. Also wenn der Jockel jetzt wieder limmt, was er eben sehr oft macht, dass er eben auf die 2-4 erhöht, also hat das geändert, das ist sehr gut und wichtig. Weil, also spätestens jetzt hätte der Schreck auf jeden Fall erhöhen müssen, weil es gibt einfach keine gewinnbringende ständig Open-Link-Strategie am Button. Wenn er das dauernd macht, dann macht er es eben mit einer großen Familie von Händen und möchte eben einen Raise nicht bezahlen und genau das nutzt man dann eben aus. Denkst du, Le Schröck ist hier ein bisschen eingeschüchtert durch die Aggressivität von Jockel, der sich hier die Pots abgreift? Ja, jetzt gerade hat er ja wieder ein bisschen Momentum übernommen. Ich glaube, dass er sich schon aufgerappelt hat. Ja, genau, und da gibt es rechts das Menü. Also rechts an der Wand. Das ist echt Glücksschröck jetzt. Ich weiß leider nicht so genau, wer da spricht, über was es geht. Kann es sein, dass der Schreck eine Menüeinstellung sucht? Das kann sein, ja. Vielleicht, das ist auch ein schönes Turnierfazit. Woran lag es, Stefan? Nee, es lag einfach nur daran, dass er gerade in irgendeinem Menü abgetaucht ist. Ja, das würde ich. Also, das kann man ja in vielen Pokersituationen machen, aber wenn ich im 1:1 bin, dann. Also ich habe es jetzt so weit gebracht, ohne die Menüeinstellung. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, nochmal die Bildschirmhelligkeit ein bisschen hochzuschrauben. Er sieht aber auch so aus, als ob er gerade nach irgendeinem Parameter sucht. Wenn du dann böse Spieler würden jetzt die Schnauze halten, aber ich bin fair. Schröck, du bist dran. Ganz schnell musst du noch machen. Ja. Und okay. Oh, Schröck, das ist genau die gleiche Hand wie eben, ne? Was hast du denn getroffen? Ist es so? Na, die 5. Das reicht nicht. Reicht das Ass? Da sehen wir das Voting fast 50-50. Und so sieht es ja auch aus bei den Chips momentan. Geht Schröck da jetzt mit? Und wie zeigt man die dann? Das wird ja unten angezeigt, ob du die noch zeigen willst. Da kommt eigentlich so ein Pop sowas auf. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Das gibt's doch nicht. Jochen Dominikus war schon fast draußen. Zeigt wieder die Karten. Und Schröck wirkt immer noch komplett benommen. Aber wie gesagt, es kann auch an der Menüführung liegen. Wir können es nicht richtig einschätzen. Jetzt hat er ihn eigentlich auch weit gebunden. Genau richtig gespielt, als er so all in.
Bisschen Pech, dass der Schreck der gleichen Call hat, der beidseitig korrekt ist. 100%. Der River. Was ist das? Dirty. Alter. Mann, Mann, Mann. Man hat so ein paar gemacht. Seine Vierer wurden entwertet oder auf Englisch counterfeited. Oh Mann. Ja komm, aber dass du dich hier jetzt schon seit einer Stunde durcheierst, ist auch wirklich Quatsch, Jochen. Bisschen nachtragend. War doch ein Blatt, zwei Vierer. Hat nicht gehalten halt. Passiert, ne? 50-50. Nee, das sind ja auch diese Psychospielchen vom Jochen, die mich so nerven. Zwei und drei zeigt er wieder. Auch immer. Ja, es ist... Der tut immer so, als wäre er dumm und verpeilt, aber da weiß er genau, was er macht. Ey, ich habe hier gerade neben dem Holztisch und der Steckdose so eine 3-Liter-Bottich brennbare Flüssigkeit entdeckt bei dir im Kämmerchen, Jochen. Das ist doch die Geschichte. Das ist doch was die ist das denn schon wieder? Ja, ich meine, ich bin dein fucking Nachbar, ey. Nein, das ist doch die Geschichte mit dem günstigen Scheibenwischerwasser. Ja, aber das kann. Also. Zünde die ganze Wohnung an. Ja, und Jochen geht all in. Irgendwie. Schreck callt das Ganze und wir sehen wieder den Showdown. Das war's. Glückwunsch, Schreck. That's it. Das ist der Sieg für Daniel Schreckert. Hat der noch? Ja, herzlichen Glückwunsch, Daniel. Glückwunsch. Dankeschön. Glückwunsch, Schreck. Dankeschön, Dankeschön. Unglaublich, so schnell ging es dann doch. Da sah es zwischendurch doch nochmal schwierig aus und Jochen konnte zurückkommen, aber am Ende hat Daniel Schreckert das dann doch ausgenutzt. Können uns die Spieler denn wieder hören, liebe Regie? Ja, wir hören dich. Ja, ja. Lieber Daniel, was war da los? Zwischendurch warst du irgendwie im Menü abgetaucht gerade und dann bist du zurückgekommen und hast das Ding geholt oder was war da los? Ja, es ging darum, irgendwie diese Option einzustellen, dass sie Karten zeigen kann und das musste ich halt nebenbei, naja, also neben Jochens Psychoterror so gesehen noch mit auf die Kette kriegen. Und ich glaube, das war so ein bisschen Motivator, weil dadurch war mir das Gelaber von Jochen völlig egal. Und du hast dich im Heads-Up entschieden, erstmal im Menü ein bisschen rumzufummeln, oder wie? Ja, das war, glaube ich, das war einfach so die richtige Kopffreimachung, weißt du? Also bevor Jochen wieder reinkriecht, lasse ich lieber das Menü da reinkriechen. Sehr gut. Also gratuliere, Daniel, hast dich da nicht aus der Ruhe bringen lassen. Jochen, was war das denn bitteschön für ein Comeback vom Shortstack? Auf einmal bist du im Heads-Up, spielst aggressiv und fast hättest du das Ding geholt. Ja. Aber nur fast. Nur fast. Ja, wie Felix ja immer sagt, ne, bei so einem Turnier ist eine Menge Glück dabei. Und das hatte ich einfach, so kann man sagen. Und dann am Ende hatte ich natürlich auch 3, 4, 5 Hände, wo ich, also Ass, 10, 3, 4, wo ich gut getroffen habe und wo ich gute Starthände hatte, so. Und ja. Felix, zwischendurch ging es eher, glaube ich, um die Privatfehde mit Jochen und bloß nicht vor ihm raus zu sein. Das war auch dein erster Satz nach dem Ausscheiden, war nicht, ach, ich habe heute nicht so gut gespielt oder das lief schlecht, sondern verdammt, Jochen ist noch drin. Was war da los? Das hat mich mental komplett aus dem Konzept gebracht. Nee, es war eigentlich, die hatten Neuner gegen Ass Dame von Ede, die hat mich halt zum Shortstack werden lassen und danach habe ich einfach wirklich keine Hand mehr gefunden. Und die Hände, die ich gefunden habe, waren dann tatsächlich auch dominiert. Also jedes Mal, ich hatte mit Dame 7 eben mathematisch gesehen guten Spot gefunden, um Olympia zu stellen, aber bin dann eben in die dominierte Hand gelaufen, genauso mit König 7. Und das sind halt eben die Situationen, die muss man halt gewinnen als Shortstack. Musste halt irgendwie was machen. Da ging nicht mehr viel dann. Ich glaube ja, die entscheidende Hand im Heads-Up gerade war echt dieser 10er-Treffer, der meine Vierer wertlos gemacht haben gegen Schröck. Ne? Dass auf dem River praktisch 2-Pair kam und das war eher so. Und dann war es halt auch durch eigentlich. Das, so schnell geht's. Siehst du es genauso, Stefan? War das die entscheidende Hand heute hier am Abend? Ja, da gab es viele. Also herzlichen Glückwunsch erst einmal an die Sieger und auch überhaupt an die ganzen Teilnehmer. Ihr habt ja richtig Spaß gehabt und ich habe auch zugehört. vielen Dank für die Unterhaltung. Ich habe einiges gelernt.
Zum Beispiel. Dass es schwieriger ist, als ich dachte, zu wissen, wann man am Button sitzt. Das hat der Gunnar in einzigartiger Weise erfahren. Ja. Also, er wollte irgendwie eine Falle machen, indem er als letzter checkt und dann aber nachher. Also das Post-Showdown-Spiel hat er mir gelernt. Ich wusste gar nicht, dass man da noch tricksen kann. Ich dachte, das ist schon aus, aber ich bin ja noch Laie. Das ist mir gut gefallen. Und auch das, also wie man doch sich in die Karten verlieben kann, das ist schon wirklich schön. Also wie traurig man dann ist, wenn es nichts mehr wird. Also da konnte ich schon viel lernen. Viele Tode, die ich vor vielen Jahren mal gestorben bin, habe ich dann nochmal nachvollziehen dürfen. Ich will jetzt noch immer sagen, was ich hatte, wenn ich irgendwie was am Ende noch getroffen hätte. Also das ist auch, das muss dann auch raus. Absolut, der Konjunktiv. Immer rein damit. Eddie, wie war es bei dir? Wir sind kurz nach 10 nach der Pause zurückgekommen. Da warst du Chip-Leader und Top-Favorit. Dann innerhalb von 2-3 Händen warst du raus. Wie hast du es erlebt? Der Kasus Kaktus war diese eine Hand gegen Daniel, wo ich dann, das hat echt wehgetan, weil dann kommt auch sogar noch der König, aber ich habe gar nicht darauf geachtet, dass er da schon Flush hatte. Das war natürlich so eine 50-50-Chance und ich hatte davor auch mal Glück gegen ihn, jetzt habe ich Pech gehabt, so ist es halt manchmal, aber das war so für mich, ich hatte dann zwar noch Chips, aber ich muss sagen, das hat mich, wie gesagt, ein bisschen gebrochen. Das war dann insgesamt trotzdem für mich ein zufriedenstellender Abend, weil ich die erste Hand gegen Hannes, die erste Hand des Abends ja schon komplett gegen einen, ich glaube, einen Dreier gelaufen bin. Ich hatte Ass-Bube und hatte direkt den Buben als Top-Pair auf dem Flop getroffen. Und habe da direkt schon, bin schon direkt alles verloren fast schon. Und dann nochmal zurückkämpfen auf den dritten Platz. Insgesamt deshalb doch noch eine zufriedenstellende Leistung, aber ich hätte natürlich gern gewonnen. Schön, dass du deine Geschichte natürlich selbst schreibst. Stefan, wie schätzt du Etienne heute ein? Wie hast du heute sein Spiel gesehen? Ich muss jetzt überlegen, wer weiß, ist der Etienne. Ach ja, auf zwei. das hat mir ja ganz gut gefallen, gerade in dem Moment, als der auf 11 Uhr, der jetzt gewonnen hat. Wie heißt du nochmal bitte? Daniel. Der Herr Schreck. Daniel. Tut mir leid, ich muss so viele verschiedene Sachen, dann verändert ihr auch noch ständig eure Gesichter. Ich kenne ja keinen von euch. Also, du hast ein ganz starkes Momentum gehabt, wo man echt dachte, du dominierst den Tisch. Aber unmittelbar nach dir ist der Etienne gesessen und war ganz ruhig und aus meiner Sicht sehr gefährlich ruhig. Und ich habe das auch im Kommentar 5 Minuten, bevor er dann zugeschlagen hat, angekündigt, dass das derjenige ist, der nächste große Chip-Leader sein könnte mit großer Wahrscheinlichkeit, weil er einen signifikanten Chip-Stack hat und den momentan keiner auf der Kette hat. Und ein paar Minuten später ist es dann auch passiert und ich dachte dann auch, dass es nach Hause geht, weil ich das, glaube ich, schon sehr getroffen hat. Le Schreck, ich tue mir halt nicht alles sagen, es steht da so. Dann war natürlich noch ein persönliche, viele Scharmützel zwischen den beiden eigentlichen Kommentatoren, Felix und wie ist der andere? Jochen, tut mir leid. Und ja, dann... Das hat eine große Rolle gespielt, wer da gerade mehr hatte und wer da gerade weniger überlebt. Und als es dann wieder zurück war, wurden die Karten nochmal völlig neu gemischt. Eben mit meinem persönlichen Favoriten, dem Button-Check-Racer. Der Gunnar. Unter Poker-Profis, Stefan, wie hast du denn den X-Flix heute erlebt? Ja, ganz klar, also das sind ja die Sachen, die ich eben auch im Vorfeld genannt habe. Ich bin eigentlich keiner, der gern hinterher so Sachen dann so altklug sagt. Ich bin rausgerudert und habe viele Annahmen getroffen und auch viele Sachen gesagt, bevor sie passiert sind. Viele Dinge sind auch passiert, das war, finde ich, was wert. Also man konnte an einigen Stellen ganz gut sehen, was eben Spielübersicht ausmacht. Und ich weiß nicht, ist das irgendwie in Konserve? Also kann man sich das nochmal anschauen oder so? Oder? Ja. Ja, dann
dann würde ich einfach sagen, einfach nochmal anschauen. Da habe ich es gesagt, als es vielleicht noch was wert war. Jetzt im Nachhinein, ja, dieses Karten sind gefallen, wie sie gefallen sind. Spannend ist es, bevor sie fallen. Genau so ist das. Ich kann es bestätigen, der Stefan hat da sehr klug antizipiert. Jungs, ich danke euch schon mal. Das war eine sehr interessante, sehr unterhaltsame Runde heute. Vielen Dank, Stefan, dass du dich hier heute hast breitschlagen lassen und diese kuriose Gruppe mit mir kommentiert hast und dein Wissen mit uns geteilt hast. Folgt Stefan Karlhammer. Ich danke euch und ich habe wirklich schon oft so Runden gesehen und jede Runde glaubt immer, dass sie die wildesten sind. Ich glaube, ihr seid es wirklich. Vielen Dank, Dankeschön. Sehr gut, das ist doch mal eine Ansage. Vielen Dank an Stefan Karlhammer. Folgt dem Mann gerne auf Twitter. Ja, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder, Stefan. Wäre sehr cool, wenn du nochmal reinschaust und hier dein Wissen mit uns teilst. Wir sehen es @ Karlhammer. Da könnt ihr mehr von Stefan sehen. Vielen, vielen Dank, liebe Zuschauer. Lasst gerne ein Like, lasst gerne einen Kommentar da, wie es euch heute gefallen hat, wen ihr am stärksten gesehen habt heute. Und abonniert natürlich Rocket Beans. Und die Glocke drückt ihr auch, ja, und @RocketBeans auf Instagram, ihr seht das alle, und liken, genau so ist das. Kommt noch was? Nee. Gut, dann bedanke ich mich, Stefan, es war ein sehr schöner Abend. Danke, liebe Zuschauer, liebe Spieler, wir sehen uns das nächste Mal hier beim RocketBeans Pokerabend. Ciao. Tschüss.